Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zu unserem fünften GSP-Sicherheitsdialog. Diejenigen, die der GSP seit längerer Zeit die Treue halten, wissen, dass der Sicherheitsdialog unser bundespolitisches Flaggschiff gewissermaßen ist. Und wir haben in den letzten 4 Jahren unterschiedliche Themen diskutiert. 2016 sind wir angefangen mit dem Thema Fluchtursachenbekämpfung. 2017 haben wir gefragt, wie umgehen mit Russland. 2018 haben wir die Zukunft der Nuklearwaffen diskutiert. Und 2019 haben wir gefragt, wie viel Führung verlangt Verantwortung. Sie sehen daran, dass wir immer ein besonders aus unserer Sicht relevantes und auch zur Philosophie der Gesellschaft für Sicherheitspolitik passendes Großthema für diesen Sicherheitsdialog auswählen. Und in diesem Jahr haben wir uns entschieden, das Thema künstliche Intelligenz und deutsche Sicherheitspolitik zu adressieren. Und eigentlich machen wir das traditionell im Bundespresseamt in Berlin-Mitte. Das Bundespresseamt ist auch dieses Jahr wieder unser geschätzter Partner. Es ist also eine gemeinsame Veranstaltung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Aber zu unserem Bedauern können wir pandemiebedingt das nicht im BPA machen, sondern müssen das als rein digitales Format machen. Und ich darf Sie herzlich aus einem Studio in Berlin-Kreuzberg begrüßen. Und alle an diesem Sicherheitsdialog Beteiligten sind in der einen oder anderen Form heute zugeschaltet. Wir wollen diesen Sicherheitsdialog trotz dieser erschwerten Bedingungen eigentlich so eng an unserem ursprünglichen Format machen wie eben möglich. Und das sah traditionell so aus, dass wir zum Einstieg in die Thematik eine gründliche Keynote-Rede gemacht haben, die das Thema breit und tief aufmacht. Im letzten Jahr hat der Kollege Münkler die Keynote gehalten zu der Frage, wie viel Führung verträgt Verantwortung. Davor waren der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Nils Annen der Keynote-Redner. Also wir haben es immer geschafft, hochrangige und kundige Experten für diese Keynote zu finden. Und das ist auch dieses Jahr so, mit der Besonderheit, dass das jemand ist, der diesen GSP-Sicherheitsdialog mit erfunden hat, nämlich unser Vizepräsident Generalleutnant AD Kersten Lahl, der jetzt zu uns gleich sprechen wird und in seiner Keynote diese Grundsatzfrage künstliche Intelligenz und Sicherheitspolitik aufmachen wird. Sie kennen General Lahl vermutlich alle, aber ich will ihn ganz kurz vorstellen. Er war ungefähr 40 Jahre lang Soldat. Ist ausgeschieden im Dienstgrad eines Generalleutnants und war in seiner letzten Verwendung Befehlshaber des Streitkräfteunterstützungskommandos und war dann im Anschluss bis 2011 Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin-Pankow. Und wir haben die Ehre und ich muss sagen das Vergnügen, dass er seit 2012 Vizepräsident unserer Gesellschaft für Sicherheitspolitik ist. Kersten Lahl wird jetzt in einer Keynote das Thema strukturieren. Die wird gut 20 Minuten dauern und wir haben diese Keynote vorproduziert. Es wird jetzt also ein Video eingespielt und ich darf das Wort Herrn Generalleutnant AD Kersten Lahl übergeben. Ja, meine Damen und Herren, künstliche Intelligenz oder KI, ein noch nebulöses Thema mit gleichwohl ungeheurer Dynamik. Es ist ein brandneues Kapitel des technologischen Wandels mit allen Chancen, aber auch mit allen Risiken. Und das für nahezu alle Lebensbereiche. Für die Sicherheitspolitik und insbesondere ihren harten Kern, also den militärischen Kern, gilt das ganz besonders. Das zeigen ja auch Schlagworte, Sie kennen sie wie autonome Killerdrohnen oder humanoide Kampfroboter, die ja allesamt die Bevölkerung etwas verunsichern. Und man fragt sich natürlich schon, ist das eine reale Zukunft oder bleiben wir in diesen Fragen im letztlich gefahrlosen Bereich der Science Fiction?
Der Reiz der KI im militärischen Bereich liegt ja auf der Hand. Er verspricht, salopp ausgedrückt, die Grenzen menschlichen, also soldatischen Handelns zu überwinden. Grenzen, die oft noch als gefühlte Schwachpunkte in einem Krieg betrachtet werden. Denn klar ist ja, Mängel in der Reaktionsschnelligkeit, in der Ausdauer, in der Mobilität oder die Grenzen im Denk- und Kombinationsvermögen oder auch Dinge wie Hunger, Müdigkeit und Angst, das sind ja typisch menschliche Barrieren, die gleichwohl in einem Krieg den Ausschlag geben können. Und das, meine Damen und Herren, ist ja auch Grund für die Tatsache, dass bereits heute nahezu keine moderne Armee mehr auf die Vorteile der KI verzichten möchte. Sei es in der Robotik, sei es im Cyberbereich, sei es in der digitalen Vernetzung oder sei es in der Kombination aller dieser Dinge. Der Nutzen dafür ist klar. Der Preis aber kann auch darin liegen, dass die Rollen zwischen Mensch oder Soldat und seiner Waffe weitgehend neu verteilt werden. Aber was bedeutet das? Was ist die sicherheitspolitische Konsequenz aus diesen Dingen? Überschwängliche Euphorie in diesen Fragen trifft ja hier, wie wir wissen, auf tiefe Skepsis. Die einen erhoffen sich nun humanere Kriege in der Zukunft. Ja, und die anderen vermuten genau das Gegenteil. Also beide Perspektiven haben ihre Berechtigung. Und das wollen wir jetzt etwas neuer untersuchen. Mit 6 kurzen Thesen will ich versuchen, das zu vertiefen. Und ich werde dabei die harte Sicherheitspolitik, also die militärischen Aspekte der Sicherheitspolitik, besonders in den Fokus nehmen. Vorab möchte ich allerdings noch sagen, es sind mit meinen Thesen keine Wahrheiten, die ich hier sozusagen verkünde, sondern es sind eben nur Thesen. Ja, und ich habe meine Thesen natürlich bewusst provokativ formuliert, damit wir anschließend genügend Gelegenheit haben, sie hart zu prüfen und auch intensiv zu diskutieren. In der Neuzeit prägten ja bisher 3 große Revolutionen die Kriegführung. Die Anwendung des Schießpulvers. Sie hat das Töten des Gegners auf weite Distanz ermöglicht und damit auf taktischer Ebene den Kampf Soldat gegen Soldat grundlegend geändert. Später dann nutzten Armeen die Telegrafie und die Eisenbahn, um operativ ihre Mobilität und ihre Kommunikation untereinander drastisch zu erhöhen. Getreu dem Prinzip getrennt marschieren, vereint schlagen. Und schließlich drittens die Nuklearbombe mit ihrer strategischen Bedeutung weit über die Beendigung des Zweiten Weltkrieges hinaus. Seither blieben Kriege zwischen Nuklearmächten nahezu undenkbar. Ja, mit der KI bietet sich nun eine neue Revolution an. Das ist meine erste These. Sie berührt das gesamte Spektrum, also taktisch, operativ und strategisch. Der Technologiesprung der KI unterscheidet sich also insofern vom Schießpulver und von der Nuklearbombe, als es jetzt nicht so sehr um eine weitere tödliche Steigerung der Feuerkraft geht, sondern um eine geänderte Systemarchitektur von Waffen. Im Fokus steht jetzt also weniger die Hardware von Waffen, als vielmehr deren Programmierung und Vernetzung durch Software. Und genau das hebt eben die militärische Effizienz von Armeen auf eine neue Stufe, ähnlich wie das seinerzeit die Nutzung der Eisenbahn und der Feldsprecher zu Moltkes Zeiten geschafft hat. Ja, das Spektrum militärischer und denkbarer Anwendungen ist dabei nahezu grenzenlos. 2 Beispiele von heute und morgen zeigen das wenigstens ansatzweise auf. Zunächst die sogenannten Kampfdrohnen, die in der heutigen Realität, allenfalls halbautonom, jedoch auch so schon ziemlich umstritten sind. Das Prinzip lautet ja hier, den Menschen von seiner Waffe geografisch zu entkoppeln, dies auch über Kontinente hinweg. Aber solange der Mensch also noch die Rakete auslöst,
Also wenn er noch in the loop bleibt, wenn auch aus der Ferne, solange handelt es sich streng betrachtet noch nicht um KI, zumindest nicht in einem starken Sinne. Es beschreibt eher, und das immerhin, eine Art Einstieg in die Welt autonomer Waffen. Weit ambitioniertere Ideen sind dagegen noch Zukunftsmusik, aber durchaus Objekte der Forschung. So etwa Schwärme von Mikrodrohnen, die zwar vom Menschen programmiert sind, sich aber nach ihrer Freigabe selbstlernend koordinieren, ihre Aufgaben arbeitsteilig erfüllen und aufgrund ihrer Komplexität sich jeder menschlichen Steuerung und Kontrolle weitgehend entziehen. Und spätestens dann ändert sich der allgemeine Rahmen für die Kriegsführung dramatisch. Spätestens dann muss man wohl von einer Revolution sprechen. Die Frage ist nun, geht die Militärtechnologie überhaupt diesen Weg? Ist das überhaupt realisierbar? Zeichnet sich also hier ein Trend ab? Ja, meine Antwort ist ja. Und die folgenden Thesen unterstreichen das. Meine These 2 lautet, KI wird zum entscheidenden Faktor für militärischen Erfolg in symmetrisch angelegten Konflikten zwischen Staaten. Die Behauptung lässt sich auch umdrehen. Solange Kriege oder Kriegsdrohungen zwischen Staaten mit modernen Streitkräften denkbar sind, solange ist KI-basierte Rüstung hochattraktiv. Aber erlauben Sie mir zunächst noch eine Gegenfrage. Gilt das auch für Konflikte, die eher asymmetrischer Natur sind? Ist auch dort ein Einsatz voll- oder teilautonomer Waffen immer vorteilhaft? Also ein Blick auf Lage, Mandat und Erfahrungen unserer Truppen etwa in Afghanistan offenbart ja hier ein Dilemma. Einerseits lässt sich mit bewaffneten Drohnen die Aufklärung und präzise Bekämpfung von Aufständischen fraglos verbessern. Und auch der Schutz eigener Soldaten wird deutlich erhöht. Und das sind die vorherrschenden Argumente, die auch rundum einleuchten. Auf der anderen Seite steht aber auch die Frage nach dem übergreifenden sicherheitspolitischen Ziel im Raum, nämlich einen friedlichen Transformationsprozess vor Ort zu fördern und hier als zwingende Voraussetzung das, was man unter Herz und Verstand versteht, der lokalen Bevölkerung zu gewinnen. Und da kann eine demonstrative technologische Überlegenheit und ein Kampf auf Distanz auch negative Reaktionen auslösen. Dies vor allem in Kulturen, ähnlich wie Afghanistan, in denen eher eine heroische Einstellung zu Gewalt und dem Begriff der Tapferkeit vorherrscht. Es bleibt also offen, ob militärische Machtprojektion mit modernsten Mitteln immer auch dem übergeordneten sicherheitspolitischen Ziel dient. Im klassischen Staatenkrieg, also in einer Art Duellsituation militärisch hochentwickelter Streitkräfte, ist das anders. Dort erhält KI wohl die zentrale Rolle, wenn es um militärische Überlegenheit in der Zukunft geht. Im Klartext, wer sich enger auf KI abstützt, besitzt ein besseres Lagebild, kann mehr Informationen verarbeiten, kann damit schneller entscheiden, zielgerichteter seine Mittel einsetzen, ja, und nicht zuletzt sich auch selbst besser schützen. KI wird damit zu dem entscheidenden Treiber der Zukunft. Durch sie werden die so bedeutsamen Attribute wie Tempo, Agilität, Präzision, Vernetzung und Resilienz wohl auf eine neue Stufe gehoben. Nur wer hier die Oberhand hat, kann sich militärischen Erfolg künftig ausrechnen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, sind solche Szenarien mit hochintensiven Gefechten modernster Armeen nicht längst überholt, dies 3 Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges und des Ost-West-Konflikts? Leider ist das nicht der Fall. Allein die Tatsache, dass die NATO heute wieder die Bündnisverteidigung so ernst nimmt und die Tatsache, wie besorgt die USA die Aufrüstung Chinas beobachten, zeigt doch, der klassische Staatenkrieg, der geführt wird oder mit dem gedroht wird, gehört keineswegs der Vergangenheit an. Damit zur These 3. KI bevorteilt den Angreifer,
definiert Abschreckung neu und verstärkt Rüstungswettlauf wie Kriegsgefahr. Mit Clausewitz galt ja in der modernen Kriegstheorie bisher die Einschätzung, ein Verteidiger sei grundsätzlich in einer stärkeren Position als ein Angreifer, vorausgesetzt, er lässt sich nicht überraschen. Auch im Kalten Krieg etwa ging ja die NATO von diesem Grundsatz aus und sah trotz deutlicher numerischer Unterlegenheit gute Chancen, sich gegen die Truppen des Warschauer Pakts zu wehren oder zumindest Zeit für diplomatische Lösungen zu gewinnen. Und auch die nukleare Abschreckung gründete ja immer auf dem Prinzip, dass für einen Angreifer seine Kosten letztlich höher sind als der erwartbare Gewinn. Also allgemein ausgedrückt, bis zum heutigen Tag darf ein Aggressor nur dann auf Erfolg hoffen, wenn er entweder seinen Gegner überrumpeln kann oder ihm deutlich überlegen ist. Und in dieser Erkenntnis steckt ja eine Menge Friedens- und stabilitätswahrender Wirkung. Und seit dem Zweiten Weltkrieg ist es daher auch nur noch in Ausnahmefällen zu Krisen und Kriegen zwischen Industriestaaten gekommen. Die KI droht nun alte Gewissheiten zu untergraben. Sie erlaubt Angriffe sehr viel schneller, komplexer, präziser vorzutragen. Sie erlaubt also eine Überrumpelung des Gegners. Sie vermag dabei mittels digitaler Vernetzung sehr rasch auch die Abwehrmaßnahmen des Gegners zu übersättigen. Und sie ermöglicht darüber hinaus, Ursprung und Ziele eines Angriffs weitgehend zu verschleiern, so wie wir das heute schon aus der Cyberwelt kennen. Die KI verschafft also jedenfalls das Potenzial, sich gegenseitig im Handstreich zu entwaffnen. Und allein diese Erkenntnis verstört. Denn für sich genommen bedeutet das, anders als bei Clausewitz, wer als erstes angreift, hat den entscheidenden Vorteil auf seiner Seite. Wer zögert, selbst anzugreifen, verliert. Es stellt sich damit das strategische Problem, wie schützt man sich am besten gegen derartige Bedrohungen? Reicht ein Abwarten und Vertrauen auf die eigene Resilienz? Oder sieht man sich gar seinerseits zu präemptivem Handeln gezwungen? Und eine solche neue Nutzen-Kosten-Relation zwischen Offensive und Defensive, zwischen Prävention und Resilienz, zwischen Chancennutzen und Hemmschwellen stellt damit das bisherige strategische Kalkül auf den Kopf. Im Ergebnis beschleunigt diese Erkenntnis oder zumindest der Glaube an ihre Gültigkeit die Rüstungsspirale im Frieden und auch Eskalationsspiralen in Krisen. Ob auch der Gedanke, dass nur als Nebenfrage der nuklearen Abschreckung davon betroffen ist, bleibt offen. Aber auch hier steigt wohl das Risiko, dass die Zweitschlagsfähigkeit, die immer ein Garant für Nichtkrieg war, durch die KI künftig unterlaufen werden könnte. Unter dem Strich ergibt sich jedenfalls eine neue Zerreißprobe für die globale strategische Stabilität. Eine Stabilität, die ohnehin, wie wir wissen, schon ziemlich wackelt. Die These 4 berührt nun einen anderen Aspekt. Menschliche Kontrolle und Verantwortung werden, auch wenn sie formal bestehen bleiben, de facto zur Illusion. Damit möchte ich den ethisch-rechtlichen Aspekt einer militärischen Nutzung der KI beleuchten, denn auch hier liegen Probleme auf der Hand. Dies vor allem, wenn es um letale Wirkungen gegen Menschen geht. Im Fokus steht die Frage, kann man bei der KI noch von einer maßgeblichen Rolle dessen sprechen, der eine autonome Waffe anwendet oder zur Anwendung bringt? Denn es liegt ja im Wesenskern der Autonomie, menschlichen Einfluss zu minimieren. Nun könnte man genau das als erstrebenswert formulieren. Denn überspitzt gesagt, ohne Menschen keine eigenen Verluste, keine posttraumatischen Störungen, nicht einmal Gewissensbisse, also eine scheinbar komfortable Situation.
Aber so leicht ist es natürlich nicht, denn da steht immer noch das Gebot der Verantwortung und der Zurechnung von Verantwortung im Weg. Ist diese mit Blick auf die Folgen des Einsatzes vollautonomer Waffen immer gegeben, also jenseits der Arbeit des Programmierers? Also diesen Aspekt will ich jetzt nicht weiter vertiefen, denn noch ist er im Prinzip irrelevant, solange es nämlich keine starke KI gibt, also keine volle Autonomie von Waffen. Und es ist ja auch so, dass alle Regierungen, auch die deutsche, ja mit Nachdruck versichern, eine sinnvolle menschliche Kontrolle, also eine meaningful human control, stehe außer Frage. Es bleibe also dabei, im Krieg treffe immer ein Mensch die letzte Entscheidung zu einem Waffeneinsatz. Und es gibt keinerlei Ansatz, an dieser Absicht auch zu zweifeln. Nur unterliegen wir da nicht einer Illusion? Denn pro forma mag die Kontrolle ja vorhanden sein. De facto sieht das vielleicht aber etwas anders aus. Echtes Entscheiden setzt ja echte Handlungsfreiheit voraus. Also formale Kompetenz ist das eine tatsächliche Chance, diese Kompetenz auch zur Wirkung zu bringen, das andere. Und je komplexer also ein Verbund teilautonomer Waffen ist, desto schwieriger bis unmöglich wird es ihn zu steuern. Also die Informationen, Analysen und Empfehlungen der Black Box zu durchschauen. Unter hohem Zeitdruck vor allem droht sich die Rolle des militärischen Führers damit auf eine Scheinkontrolle zu reduzieren. Ihm bleibt dann nur die Wahl zwischen blindem Vertrauen in das System oder den Ausschalter zu drücken. Ja, es stimmt, meine Damen und Herren, dieser Befund ist nicht neu. Auch bereits in der heutigen Wirklichkeit bleibt ja offen, wie vertrauenswürdig das jeweilige Lagebild ist. Immer muss der militärische Führer eine Entscheidung ins Ungewisse treffen. Nur je mehr sich ein System auf Algorithmen abstützt, umso mehr verliert natürlich auch dann der Mensch in der Anwendung die Kontrolle. Er mag zwar dann Ja oder Nein entscheiden, aber meist ohne zu wissen, warum. Noch einmal, meine Damen und Herren, alle diese Annahmen stehen auf schwankendem Boden. Sie zeigen nur ein Spektrum der Chancen und Risiken auf, die es mit Blick auf den Wandel in der KI im militärischen Bereich. Und als Zwischenfazit lässt sich vielleicht folgern, es wäre doch ganz gut, wenn es international verbindliche Regeln gäbe, um unerwünschten Folgen vorzubeugen. Ja, die Aussichten dafür stehen allerdings schlecht, wie meine fünfte These zeigt. Sie lautet: KI-basierte Waffen stellen die internationale Rüstungskontrolle und die Verifikation vor kaum überwindbare Probleme. Das internationale Rüstungskontrollregime steckt ja seit Jahren in einer Krise. Die Entwicklung autonomer Waffen dürfte diese Krise weiter verschärfen. Dies erstens wegen ihres vorhin schon beschriebenen Charakters, weil eben autonome Waffen dem Angreifer so viele Vorteile bieten, befördern sie ja geradezu das sogenannte Sicherheitsdilemma, das ja besagt, jede Aufrüstung der einen Seite schürt Ängste bei anderen, die sich dann ihrerseits zur Nachrüstung gezwungen sehen. Und im Ergebnis erzeugt das eine Spirale, und zwar paradoxerweise selbst dann, wenn alle Seiten ausschließlich defensive Absichten hegen und nichts als ihre eigene Sicherheit anstreben. Können Rüstungskontrollabkommen also dieses Dilemma lösen? Grundsätzlich ja. Voraussetzung allerdings ist gegenseitiges Vertrauen. Und dies wiederum setzt voraus, dass die Vertragstreue aller verifizierbar ist. Hier liegt aber das zweite Problem. Es ist ungeheuer schwer, wenn nicht gar aussichtslos, bei autonomen Waffensystemen Vertrauen durch Verifizierung zu schaffen. Das liegt zum einen am Dual-Use-Charakter der KI, die ja kaum eine Unterscheidung
zwischen erlaubter ziviler und kontrollrelevanter militärischer Nutzung zulässt, schon gar nicht etwa in der Entwicklungsphase. Und es liegt zum anderen auch an der Problematik, KI sichtbar zu machen. Also Panzer, Flugzeuge, Raketen kann man zählen und kaum der Gegenseite verbergen. Sogar Produktionsstätten von Nuklear- oder Chemiewaffen lassen sich aufklären. Im Gegensatz dazu ist Verifikation im Bereich der KI nahezu unlösbar. Denn wie durchschaut man die Datenbasis und die Algorithmen von Waffen? Wie öffnet man die Blackbox? Wie bewertet man Cyberpotenziale? Wie verhindert man die Proliferation von digitalen Programmen? Und wo setzt man bei einem Regelwerk überhaupt an? Beim tatsächlichen Einsatz von Waffen oder bereits bei deren Entwicklung oder Produktion? Also solange es hier keine überzeugenden Antworten gibt, entsteht auch kein Vertrauen. Denn wer will sich schon auf ein Abkommen verlassen, das nicht verifizierbar ist, das also nahezu beliebig unterlaufen werden kann und dies in der heutigen Welt der Antagonismen? So ist es kein Wunder, alle Versuche auf der Ebene der Vereinten Nationen, ein Kontrollregime für autonome Waffen zu erreichen, kommen bisher nicht wirklich voran. Das liegt nicht nur an der Ohnmacht der Völkergemeinschaft und es liegt auch nicht nur an den nationalen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen der großen globalen Akteure, die im Rennen um diese vielversprechende Technologie nicht ins Hintertreffen geraten wollen, sondern es liegt eben auch am speziellen Charakter der KI. Ja, meine Damen und Herren, was heißt das nun alles? Das will ich mit meiner sechsten These noch einmal kurz anreißen. Lassen Sie uns nochmal die vier wesentlichen Aussagen festhalten. Erstens, KI bedeutet eine Revolution in der Kriegführung. Sie macht in der Zukunft den entscheidenden Unterschied aus, vor allem in der Duellsituation zwischen Staaten. Zweitens, die neuen Möglichkeiten der KI bevorteilen tendenziell den Angreifer, benachteiligen den Verteidiger. Sie destabilisieren damit ein strategisches Gleichgewicht. Drittens, die Rolle des Menschen als militärischer Entscheidungsträger verliert an Bedeutung, sei dies gewollt oder nicht. Und viertens, die Rüstungskontrolle, Verifikation und Vertrauensbildung mit Blick auf KI wird extrem schwierig bis unmöglich. Ja, diese vier Punkte, meine Damen und Herren, für den technologischen Wandel mittels KI bedeutet ja einerseits, dass die Attraktivität der KI bedeutend gesteigert wird, andererseits aber genau das auch tief besorgt macht. Und die Gretchenfrage lautet nun, was tun? Oder genauer, wie lassen sich die Chancen, die unbestreitbaren Chancen der KI ausschöpfen, ohne dabei untragbare Risiken in der Zukunft einzugehen? Ja, statt einer überzeugenden Antwort kann ich eigentlich nur eine vage Behauptung liefern. Wir werden wohl in der Zukunft mit der KI auch im militärischen Bereich leben müssen. Wir werden also auch erleben, dass die Büchse der Pandora erneut wieder geöffnet wird, ob wir das wollen oder nicht. Im Ergebnis bedeutet das, dass es wohl weniger darauf ankommen wird, in der Zukunft autonome Waffen verhindern zu wollen. Das wird eher nicht funktionieren. Und ich halte es auch für keine gute Idee, sich dem technologischen Wandel in dieser Erkenntnis völlig zu verschließen, sozusagen in dem Bewusstsein auf der guten moralischen Seite zu stehen. Das wäre auch eher kontraproduktiv, denn nur starke Akteure haben ja einen Einfluss in der internationalen Sicherheitspolitik. Klingt man sich aus, dann kann man letztlich auch nicht mitgestalten. Also alle diese Optionen sind letztlich doch ein wenig untauglich. Sie sind auch zu kurz gedacht und sie dienen der Sicherheit eher nicht. Als Problemlösung oder als Versuch einer Problemlösung bleibt wohl nur der Versuch einer umgekehrten
Antwort, nämlich die Attraktivität zu versuchen, der KI für militärische Zwecke zu schmälern. Und das ist leichter gesagt als getan. Es ist vor allem ein verdammt dickes Brett. Denn dazu brauchen wir eine neue Sicherheitskultur. Wir brauchen ein neues Verständnis im internationalen Bereich, ein neues Verständnis gemeinsamer Sicherheit, um die Gefahren für alle beherrschen zu können. Das klingt, das weiß ich sehr wohl, wie ein Weckruf und es klingt noch futuristischer vielleicht als die KI selbst. Aber es ist vielleicht unser einzig gangbarer Weg in die Zukunft. Vielen Dank. Ja, meine Damen, meine Herren, lieber Kersten Lahl, herzlichen Dank für diese wirklich fundierte, erfahrungsgesättigte Keynote. Ich muss sagen, bis gerade hatte ich eigentlich ganz gute Laune, aber wenn ich mir das anhöre, ist es doch eine düstere Prognose. Und wir wären nicht bei der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, wenn wir das jetzt nicht hinterfragen und diskutieren würden. Und wir machen das gleich mit, kann ich Ihnen versprechen, spannenden Experten. Kersten Lahl, vielen Dank. Keine Wahrheiten, das war nicht der Anspruch, sondern 6 knackige Thesen zum Thema künstliche Intelligenz. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, möchten wir Ihnen noch ein weiteres Video zeigen, was aber deutlich kürzer ist, nur unter 5 Minuten. Und das wird einen anderen Blick auf die Thematik werfen, nämlich die Perspektive der jungen GSP, für die ich gleichzeitig bei dieser Gelegenheit Werbung machen möchte. Wir haben im vergangenen Jahr, im November, die junge GSP gegründet für alle sicherheitspolitisch Interessierten unter 35 Jahren. Und wir haben sehr engagierte Persönlichkeiten, Personen dafür gefunden und haben 2 Sprecher, eine Sprecherin und einen Sprecher von der Bundes-GSP. Und es haben sich auch in etlichen Landesbereichen unserer Gesellschaft und auch in etlichen Sektionen junge GSPen gegründet. Aber die Bundes-junge GSP, die wird geleitet von Jessica Nies, die gleichzeitig die Berliner Sektionsleiterin der GSP ist, und Stefan Klaus. Und diese beiden haben zusammen mit Herrn Lehmhus sich Gedanken darüber gemacht, was denn der Blick sozusagen der jungen GSP auf diese Themen ist. Und sie haben eine kurze Einschätzung dafür vorproduziert zum Thema innovative Technologien für die Verteidigung. Und die hören wir uns jetzt noch an und dann steigen wir in die Diskussion ein. Wir sind die junge GSP, die Jugendorganisation der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. In unserem heutigen Beitrag möchten wir darüber sprechen, warum KI gerade für uns als junge Generation wichtig ist, weil wir damit leben müssen, mit den Entscheidungen, die heute getroffen werden. Maschinelles Lernen ist schon heute ein vielfacher Bestandteil in unserem Leben. Aber um Sicherheit und Wohlstand langfristig zu gewährleisten, müssen wir Innovation jetzt und heute vorantreiben. Wir möchten in unserem Beitrag einige Beispiele aufbringen und aufzeigen, in der KI vielleicht schon genutzt wird oder vielleicht genutzt werden kann. Fernab von vielleicht bekannten Beispielen aus Hollywood-Filmen mit Killerrobotern. Beginnen wir mit 2 Beispielen. Zum einen die Rüstungskontrolle auf globaler Ebene, aber auch der illegale Waffenhandel. Hier kann KI einen wichtigen Beitrag leisten, die bereits bestehenden Systeme, die es gibt, in Bezug auf die Kontrolle von Rüstung, zu unterstützen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können Systeme dahingehend programmiert werden, Waffensysteme beispielsweise durch Satellitenbilder besser ausfindig zu machen. Die hier entstehenden Datenmengen können durch Programme schneller verarbeitet werden und somit kann die Rüstungskontrolle effizienter gestaltet werden und es braucht keine menschliche Hilfe mehr dafür. Im 2. Beispiel in Bezug auf den illegalen Waffenhandel kann KI auch helfen. Wir alle bestellen Güter von fernen Ländern oder Waren aus fernen Ländern. Diese werden verschifft in unzähligen Containern. In Hafenanlagen können beispielsweise durch Röntgengeräte diese Frachtcontainer überprüft werden, ob dort illegale Waffen drin sind. Mithilfe von KI können die entstehenden Bilder besser analysiert werden. Und so kann sichergestellt werden, dass keine Waffen illegal gehandelt werden. Diese beiden Beispiele sind nur ganz kleine Fragmente, was alles möglich ist mit KI. Dennoch ist es wichtig, noch einmal herauszustellen, dass wir KI womöglich in Zukunft brauchen werden, um eine sichere Welt zu gestalten. Was wir dafür brauchen, ist zum einen eine globale Strategie, aber auch den Willen der gesamten Staatengemeinschaft.
Die EU hat in ihrem Weißbuch zur künstlichen Intelligenz Ethikleitlinien formuliert und möchte damit in Europa eine ethische KI entwickeln. Also eine KI, die gemeinwohlorientiert sowie menschen- und wertezentriert ist. Damit möchte man sich in der KI-Politik ganz bewusst von anderen Staaten wie China und den USA abgrenzen. Die Entwicklung einer ethischen KI wird aber nur möglich sein, wenn die aktive netzpolitische Zivilgesellschaft in den Gestaltungsprozess zur KI-Politik mit einbezogen wird. Denn die Politik wird das ohne Input aus der netzpolitischen Gemeinde alleine nicht leisten können. Die privatwirtschaftlichen Interessen der Industrie und der großen Tech-Unternehmen sind in der digitalpolitischen Diskussion bereits vertreten. Der Austausch zwischen Politik und der netzpolitischen Gemeinde fehlt derzeit aber noch. Sie ist von den Entscheidungsprozessen größtenteils ausgeschlossen. Dabei ist die netzpolitische Zivilgesellschaft ausgesprochen aktiv und kann wertvolle Beiträge zur KI-Politik liefern. Gleichzeitig ist sie aber auch sehr zersplittert und es braucht staatliche Koordination und Austausch. Dennoch einmal, eine offene und breite Diskussion, wie der Einsatz der Technik zum Wohle der Gesellschaft gestaltet werden soll, ist die Voraussetzung für eine vertrauenswürdige KI, die nicht nur für den Menschen, sondern mit den Menschen gestaltet wird. Mit Blick auf Deutschland lässt sich dabei feststellen, die staatliche Architektur der Cybersicherheitspolitik ist sehr unübersichtlich und fragmentiert. Wie man auch an der Flickenteppich-Grafik der Stiftung Neue Verantwortung sehen kann, gibt es weit mehr als 100 Akteure in der Cybersicherheitspolitik, die alle auf die ein oder andere Weise KI behandeln. Die Folge davon ist, dass Verantwortlichkeiten versickern, ein extrem hoher Koordinierungsbedarf besteht, der unnötig lange Abstimmungsprozesse zur Folge hat, internes Konkurrenzgerangel entsteht und schlussendlich große Intransparenz für die zivilgesellschaftlichen Akteure. Das Fazit: Unnötige Fragmentierung auf staatlicher Ebene muss begrenzt werden und klare Verantwortlichkeiten geschaffen werden, um die zivilgesellschaftlichen Akteure in ihrer Vielfalt überhaupt gezielt einbinden zu können. Denn erst durch Partizipation der Zivilgesellschaft wird man auch in Europa seinem Anspruch gerecht werden, eine globale Führungsrolle beim Thema ethischer KI-Gestaltung einzunehmen. Wir haben viel darüber gehört, wie eine künstliche Intelligenz einen Beitrag für Sicherheit und Verteidigung leisten kann. Wir haben auch viel darüber gehört, wie die Europäische Union eine ethische KI haben möchte. Dies sind jedoch nur Ideen, solange nicht technologische Fakten geschaffen werden. Das ist der Beitrag, den die junge GSP hier leisten möchte. Wir möchten in einen Dialog treten mit ihm, inwiefern wir neue Konzepte im Umgang mit der künstlichen Intelligenz geschaffen werden können, sodass wir einen Beitrag auch gleichzeitig leisten können, um mit den Vereinigten Staaten und China auf einem Niveau zu sein. Werden wir dies nicht schaffen, so werden wir alte Systeme nur mit moderner Technologie beschleunigen, aber keinen wirklichen Wandel herbeiführen. Daher laden wir Sie zu einem gemeinsamen Dialog ein, um neue Herangehensweisen, neue Modi operandis zu entwickeln, wie wir künstliche Intelligenz in zukünftigen Konzepten der Sicherheits- und Verteidigungspolitik einfließen lassen können. Ja, meine Damen, meine Herren, Frau Nies, Herr Klaus, Herr Lehmhaus, die junge GSP, vielen Dank für Ihre Perspektive auf diese Themen. Ich darf Sie nochmal alle herzlich einladen, wenn Sie unter 35 sind, bei der jungen GSP mitzuarbeiten. Auf der Homepage finden Sie alle notwendigen Ansprechpartner und Informationen dazu. Und vielleicht darf ich bei der Gelegenheit auch nochmal grundsätzlich sagen, dass ich Sie als Präsident sehr herzlich einlade, in unserer Gesellschaft für Sicherheitspolitik mitzuarbeiten und sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Wir haben ungefähr 80 Sektionen quer durch die Bundesrepublik und Sie finden auf der Homepage alle Ansprechpartner und wir freuen uns über Engagement und über frische Ideen für unsere Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Meine Damen, meine Herren, wir wollen jetzt das Thema künstliche Intelligenz diskutieren und wir haben wirklich sehr, sehr spannende Experten dafür gewinnen können, die sehr unterschiedliche Perspektiven auf diese Themen haben. Und wir wollen jetzt in einer Panel-Diskussion das Thema Herausforderungen künstlicher Intelligenz und die deutsche Sicherheitspolitik adressieren. Und ich darf Ihnen vier Kollegen auf diesem Panel vorstellen. Der erste ist Professor Dr. Robin Geis. Er war Professor für Völkerrecht an der Universität Potsdam. Er war Gastprofessor in Paris, in Wien. Er war bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und seine Forschungsschwerpunkte sind International Law and Security,
Cybersecurity und New Military Technologies. Und ich sage das auf Englisch, weil er derzeit lehrt an der Universität in Glasgow. Er ist dort Direktor des Center for International Law and Security und er macht da sehr, sehr spannende Sachen. Ich würde Ihnen einen Blick auf die Homepage empfehlen. Ein tolles Zentrum, was Robin Geis dort leitet. Robin Geis, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind für diese rechtswissenschaftliche Perspektive auf das Thema künstliche Intelligenz. Der zweite in der Runde ist jemand, der mit einem völlig anderen Blick auf die Themen hier antritt. Das ist Dr. Martin Glas. Er ist ein Techniker, wenn man so will. Er hat an der Technischen Universität München zum Thema ontologiebasierte Modellintegration im Flugzeugentwurf, whatever that means, promoviert. Und er leitet seit 2017 die Abteilung Predictive Modeling und Decision Support bei der IABG in Ottobrunn. Und die IABG ist ein Industrieunternehmen, was sowohl im Bereich der Verteidigungswirtschaft als auch der zivilen Technologie und Beratung tätig ist. Und Herr Dr. Glas ist eben in dieser Abteilung mit dem Fokus auf Entwicklung und Anwendung von Data Science und künstlicher Intelligenz für militärische und zivile Kunden beschäftigt. Also ein Industrievertreter. Schön, dass Sie die Runde bereichern, Dr. Martin Glas. Herzlich willkommen. Die dritte Perspektive ist die Perspektive des Bundesministeriums der Verteidigung und somit der Bundesregierung. Und ich freue mich sehr, dass wir Generalleutnant Michael Vetter in dieser Runde haben. Michael Vetter ist Luftwaffenoffizier, hat eine lange Karriere in der Bundeswehr absolviert, sonst wäre er nicht Generalleutnant. Er war unter anderem Adjutant des Inspekteurs der Luftwaffe, Kommandeur des Logistikzentrums der Bundeswehr. Er war erster stellvertretender Inspekteur Cyber- und Informationsraum. Und seit dem Jahr 2019 ist er im Bundesministerium der Verteidigung im Bender-Block Abteilungsleiter Cyber- und Informationstechnik und Vorsitzender des Digitalrates im Bundesministerium der Verteidigung und damit wahrscheinlich einer der kundigsten Akteure in diesem Feld. Und Herr General, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Runde bereichern. Den vierten muss ich Ihnen nicht vorstellen. Generalleutnant AD Kersten Lahl, unser Vizepräsident, den Sie schon kennengelernt haben, der jetzt aber mitdiskutiert. Meine Herren, ich möchte Sie zu Beginn bitten, und Kersten Lahl nehme ich da aus, weil wir die Keynote schon gehört haben, ich möchte die drei Herren zu Beginn bitten, die Grundproblematik aus ihrer jeweiligen Perspektive, also die Perspektive eines Völkerrechtlers, die Perspektive eines Industrievertreters und die Perspektive eines aktiven Generals in der Bundeswehr, der mit den Themen befasst ist, zu präsentieren. Und wir haben uns verabredet, dass wir das in einem sozusagen eher kurzen Eingangsstatement, was gerne knackig und pointiert sein kann, präsentieren. Und der Kollege Robin Geis soll den Anfang machen. Also die rechtswissenschaftliche Perspektive, zu der auch ethische Fragen gehören, hoffe ich und nehme ich an, auf die Frage künstliche Intelligenz. Herr Kollege Geis, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Einführung und die Einladung und schönen guten Abend in die Runde und an das Publikum. Künstliche Intelligenz ist eine Allzweck-Technologie und insofern könnten wir jetzt alle Bereiche der deutschen Sicherheitspolitik daran durchdeklinieren. Da würde mir geopolitisch als Priorität zunächst mal einfallen, wie wir uns gegenüber China positionieren wollen. Wenn ich sage wir, meine ich Europa und hoffentlich Europa und die USA in Zukunft und wie wir dem fortschreitenden digitalen Autoritarismus entgegenwirken wollen. Und da würde ich nur generell anregen wollen, dass wir zukünftig für digitale Sicherheitspolitik Menschenrechte als integralen Bestandteil eben dieser Sicherheitspolitik geopolitisch und international verstehen. Aber Herr Lahl hat es ja in seiner Keynote schon auch deutlich gemacht, wir sprechen über harte Sicherheitsthemen und das will ich jetzt auch tun, militärische Verwendung von künstlicher Intelligenz. Und da sind zunächst mal natürlich die sogenannten Killerroboter, die autonomen Waffensysteme, als neutraler Begriff, die Spitze des Eisbergs. Dazu ist schon sehr viel gesagt worden. Seit 2014 wird das Thema bei den Vereinten Nationen diskutiert. Ohne den großen Durchbruch,
bislang, ohne dass das, was im Koalitionsvertrag angelegt ist, nämlich die internationale Ächtung dieser Waffensysteme, bislang verwirklicht werden konnte. Das hat Gründe, und ich glaube, Herr Lahl hat die schon sehr richtig benannt. Die militärischen Verheißungen, die in dieser Technologie, in diesen Waffensystemen liegen, sind so stark. Die USA sehen in der Technologie, glaube ich, den Weg, ihren militärischen Vorsprung zu erhalten und auszubauen. Andere Akteure, China und Russland, sehen in der Technologie den Weg, zu den USA aufzuschließen und vielleicht ein paar Technologiestufen zu überspringen. Und all das zusammengenommen macht es recht unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft irgendwie einen verbindlichen Verbotsvertrag sehen werden. Es sind trotzdem in all den Jahren, die das schon diskutiert wurde, viele Fragen aufgeworfen worden. Und ich glaube, das Verständnis der Problematik ist erheblich verbessert. Längst nicht alle Anwendungen von künstlicher Intelligenz in militärischen Systemen sind problematisch. Aber die Anwendungen, bei denen es um kritische Funktionen geht, die Zielerfassung, die Auswahl also von Personen, die dann angegriffen und auch getötet werden sollen, und dann auch die Durchführung des eigentlichen Angriffs, solche Entscheidungen an Algorithmen zu überantworten, ist aus ethischer und rechtlicher Perspektive hochproblematisch. Es hat sich so eine Art Konsens, das ist vielleicht zu viel gesagt, entwickelt, dass menschliche Kontrolle aus diesen Gründen zu bewahren ist. Das sollte aber nicht den Blick darauf verstellen, dass menschliche Kontrolle, so wie das diskutiert wird, für unterschiedliche Akteure ganz unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Und ich glaube, und Deutschland hat das auch konstruktiv in der Vergangenheit in diesen Debatten gemacht, ich glaube aber, dass wir weiterhin darauf dringen sollten, dass wir es wirklich ernst meinen, dass wir echte menschliche Kontrolle meinen, wenn wir von Interventionsmöglichkeiten sprechen. Ich glaube, schon Artikel 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde, gebietet das, dass wir uns so positionieren. Und an dieser Stelle würde ich, glaube ich, Herrn Lahl widersprechen. Ich glaube, wenn es um letale Waffenanwendungen geht, dann sollte Deutschland sich bei allem Pragmatismus, den Abrüstungsdebatten natürlich immer erfordern, da sollte Deutschland doch eine Vorreiterrolle einnehmen und sich wirklich für eine echte verbindliche Ächtung stark machen. Bislang kann man sich da hinter vielen allgemeinen Plätzen, das Völkerrecht soll für diese Systeme gelten und so weiter, ganz gut verstecken. Ich glaube, wenn wir Zukunftsdystopien in diesem Bereich verhindern wollen, dann müssen wir uns da klarer positionieren und auch völkerrechtlich besser ausdifferenzieren, was wir wirklich meinen, wenn wir menschliche Kontrolle einfordern. Ansonsten bleibt das diffus, vage und unverbindlich, und die technologische Entwicklung in diesem Bereich wird weiter voranschreiten. Das wird nicht ohne Folgekosten geschehen. Es gibt durchaus auch NATO-Partner, die das ganz anders sehen. Aber wir nehmen ja auch Konflikte in anderen Bereichen der Außenpolitik, Nord Stream zum Beispiel, in Kauf. Ich glaube, in diesem Bereich, wo es um letale Waffengewalt durch autonome Systeme geht, da sollten wir dranbleiben, und auch um den Preis, dass das zu Verstimmungen mit einigen Partnern führen könnte. Das ist aber wirklich nur die Spitze des Eisbergs, denn die autonomen Waffensysteme verbinden sozusagen physische Roboterplattformen mit künstlicher Intelligenz und Software, und dadurch wird die Problematik besonders plakativ. Ich glaube, unterhalb dieser Spitze ist das die größere Entwicklung, die unserer Aufmerksamkeit bedarf, dass künstliche Intelligenz zunehmend alle Bereiche militärischer Entscheidungsfindung beeinflussen und durchziehen wird. Man wird sich immer mehr auf KI-gestützte oder KI-unterstützte Entscheidungen berufen in Zukunft. Das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge. Das wird nicht aufzuhalten sein. Ich glaube, das ist zunächst auch neutral zu bewerten. Das wird Vorteile haben. Herr Lahl hat sie angesprochen. Schnellere, präzisere Entscheidungsfindungen, klarere Lagebilder, all das ohne Frage. Aber es gibt eben auch zahlreiche Risiken, die in dieser Technologie angelegt sind. Die Tendenz zur Diskriminierung, die Abhängigkeit auch vom Dateninput bei der Entscheidungsfindung. Wenn die Daten schlecht sind, mit denen die KI gefüttert wird, dann sind auch die Entscheidungen schlecht. Das Blackbox-Problem, das alle Technologieexperten und auch Industrievertreter immer wieder benennen, dass ein Rest an Unerklärbarkeit und auch Unklarheit bestehen bleibt, wie KI zu bestimmten Entscheidungen gelangt. Dadurch folgende Unvorhersehbarkeit, Intransparenz, Schwierigkeiten bei Zurechnungsfragen. Das ist ein großes Feld von Problemen, die nicht unlösbar sind, aber für die wir, glaube ich, besseres Problembewusstsein schaffen müssen. Ich glaube, hier wäre es angebracht, wenn man international zu einer Art Verhaltenskodex
jedenfalls käme, wenn man sich dabei nicht, wie das oft gemacht wird, wir haben es gerade im Beitrag der Jungen Akademie auch gehört, auf nur ethische Prinzipien für KI immer bezieht, sondern aus dem schon geltenden Völkerrecht auch einige rechtliche Prinzipien ableitet. Das ist durchaus möglich, das halte ich für sehr machbar. Ich halte es auch für weniger konfliktträchtig, weil wir hier nicht über einen Verbotsvertrag sprechen. Und ich glaube, Dialoge in diesem Bereich über KI im allgemeineren Sinne in militärischen Verwendungen könnte auch den Weg für bessere Dialoge dann bei Waffensystemen ebnen. Ich würde drittens dazu anregen, dass wir künstliche Intelligenz und überhaupt die neuen Technologien nicht nur isoliert betrachten, sondern vielleicht besser und zukünftig unter dem Überbegriff eines digitalen Konfliktraums. Denn ich denke, dass die verschiedenen neuen Technologien, Cyber, Sensorik, Robotik, KI, immer mehr zusammenspielen werden und erst im Zusammenspiel wirklich die Strukturen zukünftiger Konflikte grundlegend verändert werden und deshalb auch im Zusammenspiel gedacht und diskutiert werden müssen. KI ist abhängig davon, mit welchen und wie vielen und wie guten konfliktrelevanten, situationsspezifischen Daten sie gefüttert wird. Das bedeutet zum Beispiel für zukünftige Konflikte, dass Überwachung und Datenerfassung immer noch wichtiger werden. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel geben für eine militärische Operation, die es schon gab. Da wurden Sensoren über weiten Teilen eines Dschungels aus einem Flugzeug oder verschiedenen Flugzeugen abgeworfen. Bewegungsmelder, Geruchssensoren, akustische Sensoren, um sämtliche Bewegungen in diesem Konfliktbereich zu erfassen. Was ich daran erschreckend finde, ist, dass das eine Operation war, die Igloo White hieß und im Vietnamkrieg durchgeführt wurde, Ende der 1960er Jahre. Und wenn man das auf die heutige Zeit dann überträgt, das ist immer vieles spekulativ, aber kann man sich mit autonomen Überwachungsdrohnen und so weiter, glaube ich, ungefähr ein Bild davon machen, was Überwachung in zukünftigen Konflikten notwendigerweise bedeuten wird, je mehr man sich auf KI verlässt. Und ich glaube, die Diskussion und wie wir da vielleicht auch Datenschutz in Konfliktsituationen neu denken müssen, sollten wir schnell beginnen zu führen. Ja, okay, bitte. Ich würde noch einen letzten Punkt machen, wenn ich darf, aber unterbrechen Sie mich, wenn die Zeit zu sehr abläuft. Im Verschmelzen von künstlicher Intelligenz und Cyberraum, da würde ich sagen, gerade aus Sicht des Völkerrechts, da kommen viele etablierte Kategorien sehr ins Wanken. Die Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden ist eine Kategorie, die, glaube ich, immer weniger tragfähig ist im Bereich der digitalen Konflikte. Genauso die Unterscheidung zwischen dem, was zivil und geschützt und dem, was militärisch und nach Völkerrecht im Krieg dann angreifbar ist. Diese binären, sehr starren Kategorien, die sind kaum mehr haltbar angesichts des Vernetzungsgrades und der Geschwindigkeit, mit der militärische Prozesse in diesen Szenarien ablaufen. Lassen Sie mich nur eins noch abschließend zum Rüstungswettlauf vielleicht sagen. Der Rüstungswettlauf im digitalen Raum hat viele Komponenten, aber eine Komponente ist sicher auch, dass man gerade im Cyberraum die Systeme des Gegners lange im Vorfeld eines bewaffneten Konfliktes schon ausforscht und wohl auch manipuliert. Und Teil des Rüstungswettlaufs ist auch so eine Art Sabotage- oder Manipulationswettlauf in gegnerischen Systemen. Es ist schlichtweg unrealistisch, dass man auf den Ausbruch eines bewaffneten Konfliktes wartet, um dann beim Gegner in die Systeme zu hacken. Und deshalb läuft gerade, während wir sprechen und auch sonst, ein erheblicher Manipulationswettlauf im Cyberraum, militärischer Manipulationswettlauf. Das klingt vielleicht noch abstrakt, aber ich glaube, wenn man als Parlamentsarmee wie die Bundeswehr ja auch auf ein Bundestagsmandat angewiesen ist, um operativ tätig zu werden, dann steckt darin viel Zündstoff, denn ich glaube, wenn die Bundeswehr ein relevanter Player im Cyberraum sein soll, und das sollte sie im nationalen Sicherheitsinteresse, dann muss sie auch befähigt sein, in diesem Spiel mitzuspielen. Ich glaube, das wird auch noch zu innenpolitischen deutschen Debatten führen, die sehr kompliziert werden. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Geis, für diese Eingangsperspektive. Wir werden einzelne Punkte gleich noch diskutieren. Aber vorher möchten wir noch Herrn Dr. Glas hören und damit die Industrieperspektive beleuchten. Was ist denn alles schon möglich heute, Herr Glas? Vielleicht können Sie uns da einen kleinen Einblick geben. Sie haben das Wort. Also ich kann Ihnen aus meiner Perspektive ein bisschen erzählen, was wir in meiner Abteilung bisher gemacht haben. Und ich muss sagen, ich stütze da die Thesen, die Frau Nies aufgestellt hat. Es gibt viele Bereiche, wo KI schon in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft
Nutzen stiften kann, wo wir teilweise auch ein paar schon nachvollziehen konnten. Also ich möchte vielleicht zwei große Felder aufspannen. Das eine ist das Thema Lagebild, also ja, Systeme verstehen und sich Risiken klar werden. Da haben wir tatsächlich in meiner Abteilung den Einstieg in das Thema Künstliche Intelligenz gefunden. Nämlich, wir haben einen Prototyp für ein Krisenfrüherkennungssystem gebaut. Also das komplexeste System, was man sich vorstellen kann, politisch, technisch, Menschen, Technologien, Wirtschaft. Und hier muss man, haben wir alles Mögliche eingesetzt, was uns eingefallen ist an Künstliche Intelligenz. Und hier ist uns aufgefallen, dass man ohne die Einsatz von Künstliche Intelligenz überhaupt keine Chance hat, die offen, frei verfügbaren Daten überhaupt berücksichtigen zu können. Also ich wiederhole hier das, was vorhin schon angemerkt worden ist, aber ja, das konnten wir hier wirklich technisch nachvollziehen. Wir haben dann auch das Ganze auch auf technische Systeme übertragen, also beispielsweise Lagebilder für vernetzte Rechner. Und also hier, was es dort für Bedrohungslagebilder gibt, also hier ist das Stichwort Cyber Threat Intelligence. Hier gibt es auch unglaublich viele frei verfügbare Daten und wo man natürlich nicht einen Automaten bauen kann, der dann die nächsten 10 Jahre funktioniert, wie das bei früheren Waffensystemen vielleicht so war, sondern müssen die ganze Zeit nachgeschärft werden. Das ist dieser eine Komplex, wo es eher ums Beobachten und Verstehen geht. Wir haben aber dann auch gemerkt, warum können wir nicht auch diese Technologien hernehmen, um bessere Systeme zu bauen oder ja, vielleicht auch vorhandene Systeme, Schwachstellen zu erkennen und zu verbessern. Ein naheliegendes Beispiel ist, das Ganze auf ja, solche Rechnernetze anzuwenden. Hier kann man eben durch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz Agenten angreifen lassen und verteidigen lassen und kann dort deutlich umfassender, als es ein Mensch tun könnte, tatsächlich reale Schwachstellen erkennen, aber auch die besten Verteidigungsstrategien finden. Und heutzutage ist Hardware und Software ja auch nicht mehr so weit voneinander entfernt. Und deswegen glaube ich, Künstliche Intelligenz wird ein ganz wichtiges Werkzeug für Ingenieure sein. Sie haben es vorher angedeutet, ich bin vielleicht so ein Prototyp. Ich habe Maschinenbau und Informatik studiert. Und ich sehe hier, ich bin zugegebenermaßen gerade bei diesen Themen ein Quereinsteiger. Und mich fasziniert es jeden Tag, was meine Gruppe dort an neuen Möglichkeiten sich selber erschließt. Und da komme ich jetzt vielleicht zu den Chancen, aber auch den Problemfeldern, die ich sehe aus Sicht der Industrie. Wir haben gemerkt bei den Projekten, die wir intern, aber auch mit Kunden gemacht haben, dass hier agile Methoden, die in der Softwareentwicklung sehr erfolgreich sind, gerade bei KI-Projekten, sehr besonders positiv sind. Also das heißt, dass man sehr eng mit den Anwendern zusammenarbeiten kann und auch sehr nahe an den Daten, die man nutzt, arbeiten kann, um hier relativ schnell Entwicklungszyklen fahren zu können. Das ist eine Situation, die gerade bei sicherheitsrelevanten Projekten oft sehr schwierig zu realisieren ist, weil man hier oft diese verschiedenen Akteuren doch auch entweder mit Absicht oder unabsichtlich stark voneinander getrennt hat. Das andere, was ich ansprechen möchte, ist, ich stelle oft in der Diskussion auch heute fest, dass wir uns vielleicht noch zu wenig tatsächlich mit der Technologie wirklich auseinandersetzen. Also das heißt, mit Analogien von vorherigen Erfahrungen versuchen die nun zu übertragen. Und ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich sehe vielleicht noch schwärzer als manche hier, was es für potenzielle Risiken gibt. Weil ich teilweise überrascht bin, wie effektiv diese Technologien schon heute sind oder von denen ich weiß. Andererseits ist mir auch aufgefallen, dass wir ganz neue Möglichkeiten haben, unsere Welt sicherer und lebenswerter zu machen. Also die
ja, vorhin in dieser Keynote fand ich das, also in der längeren Keynote fand ich das vielleicht ein bisschen zu negativ dargestellt. Und ich möchte hier durchaus noch ein bisschen mehr die Aufbruchstimmung in die Diskussion reintragen, die auch jetzt gerade für ja, junge Leute sind. Ich kann wirklich auch Leute, die jetzt vielleicht noch im Studium sind, auf alle Fälle ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist nicht nur, ich bin nicht dafür, dass man, also ich bin schon dafür, dass man, dass man mehr in der Kontrolle machen sollte. Ich finde gerade diese Idee der rechtlichen Prinzipien sehr wichtig. Ich finde, in der Ethik ist man hier schon relativ weit. Aber es ist, ich finde, wir müssen hier als Gesellschaft, unsere Gesellschaft gründet sich auf einem rechtlichen Rahmenwerk. Und hier drückt man sich aus meiner Sicht schon lange herum. Warum gibt es keine Versicherung für Algorithmen? Das ist, wir können viele Problematiken, die wir in der Verteidigung haben, also in der militärischen Verteidigung, in einem bereits im zivilen Rahmen durchspielen, hier experimentieren. Das ist also mein Appell, vielleicht an diese Runde, auch stärker die Leute, die sich mit diesen Technologien auseinandersetzen, diese Diskussion einzubeziehen. Okay, Herr Dr. Glas, vielen Dank für diese Perspektive. Ich werde Kersten Lahl gleich fragen, ob er zu negativ war. Da kann er sicherlich gleich Stellung zu nehmen. Aber vorher bin ich gespannt auf General Vetter. Herr General, Herr Geis hat gesagt, dass die militärische Verheißung schon sehr stark ist. Wie stark ist denn die militärische Verheißung von künstlicher Intelligenz für die deutschen Streitkräfte und damit für das Bundesministerium der Verteidigung? Ja, vielen Dank, Professor Fabik, und auch Dankeschön an General Lahl für die 6 Thesen, über die wir sicherlich gleich noch etwas intensiver diskutieren können. Die Verheißung ist da. Ich habe in der Vorbereitung auf heute Abend ein ganz schönes Zitat gefunden. Ich zitiere mal: Krieg ist ein zu ernstes Geschäft, als dass man ihn den Computern überlassen dürfte. Das ist das berühmte Clemenceau-Zitat, diesmal abgewandelt durch Herrn Niklas Schörning, ein Politikwissenschaftler. Ich bin auch froh, dass wir in den einführenden Worten die berühmt-berüchtigten Killerroboter schon diverse Male abgearbeitet haben, sodass wir dann vielleicht im späteren Diskurs nicht mehr im Detail darauf eingehen müssen. Selbstkritisch betrachtet, mit Blick auf die Bundesregierung, wenn Sie die KI-Strategie der Bundesregierung lesen, werden Sie feststellen, dass leider die Themen Sicherheits- und Außenpolitik und auch militärische Aspekte dort einfach nicht vorkommen. Sondern die jetzige KI-Strategie konzentriert sich sehr stark auf die wirtschaftliche Dimension, insbesondere mit der Betrachtung auch wieder Mittelstand als sicherlich ein deutscher Markenkern unserer Volkswirtschaft unter den Bedingungen der zunehmenden Digitalisierung und des Einsatzes von KI auch in der Industrie auch zukünftig handlungsfähig bleiben wird. Es ist auch der Dr. Klaas hat es angesprochen, so, dass wir natürlich sehr gerne die Risiken vielleicht auch ein bisschen überbetonen und in Deutschland dazu neigen, die Chancen vielleicht eher ein bisschen klein zu reden, sondern immer, deswegen war der Killer-Roboter auch wichtig, immer gleich mit dem Killer-Roboter zu beginnen, anstatt die ganzen Chancen, die uns KI bringt, und zwar in allen Lebensbereichen, von der Medizin über die Wirtschaft bis eben auch zur Außen- und Sicherheitspolitik, diese Chancen vielleicht etwas deutlicher darstellt und nicht immer nur beklagt, wie schlimm die Welt ist, sondern sich vielleicht auch aktiv dafür einsetzt. Mit Blick auf die Bundeswehr und mit Blick insbesondere auf die Streitkräfte, ich würde es mal mit der Digitalisierung zusammenfahren. Wir haben 3 Handlungslinien. Das eine ist die Digitalisierung unserer Streitkräfte, wo wir natürlich sehr stark auch auf KI-Unterstützung setzen. Das ist der Markenkern. Wir wollen natürlich auch unsere ganzen administrativen Prozesse digitalisieren, auch unter Nutzung von KI. Da würde ich heute eher mal sagen, das ist kein Schwerpunkt für heute Abend, denn da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht allzu stark von Wirtschaftsunternehmen und anderen Playern im Raum. Und ganz wichtig für uns auch die digitale Kompetenz der Bundeswehrangehörigen, also unsere Skills, damit unsere Leute in diesem neuen Konfliktumfeld auch tatsächlich gut und sicher arbeiten können. Ich möchte mal auf das Thema Einsatz den Fokus legen, weil das, glaube ich, auch mit Blick auf die 6 Thesen vom General Lahl das Relevanteste ist. Was deutlich wurde, die sicherheitspolitische Lage ist so komplex wie selten. Wir sehen, dass Dinge, die wir schon vergessen geglaubt haben, Great Power Competition, Peer-to-Peer Competition, wieder auf der sicherheitspolitischen Bühne gelandet sind. Sie sind Realität geworden und wir sind in einem internationalen Systemwettbewerb.
unser Modell der westlichen offenen Gesellschaften, wo wir lange Jahre geglaubt haben, das ist ein unschlagbares Exportmodell, wird zunehmend auch sehr offensiv hinterfragt. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden hinterfragt. Professor Geis hat es dargestellt. Und die Digitalisierung und künstliche Intelligenz gibt natürlich auch jetzt Akteuren durchaus zusätzliche Handlungsmöglichkeiten, in diesem Bereich aktiv zu werden. Im Cyberinformationsraum haben wir es täglich mit einer Vielzahl staatlicher oder auch staatsnaher Angriffe zu tun und viele davon eben nicht nur auf Rechnernetze, sondern zunehmend auf Institutionen unserer Demokratie und auf kritische Infrastrukturen. Und diese Cyberattacken werden regelmäßig gegen auch komplementiert durch großflächige Desinformationsaktivitäten. Wir sind also, wenn Sie so wollen, heute in einem Kampf der Narrative. Das ist übrigens Thema, was aus meiner Sicht im politischen Diskurs noch viel zu kurz kommt. Die Frage, wie man über Desinformationskampagnen, die auch zunehmend mit Mitteln der künstlichen Intelligenz gesteuert werden, tatsächlich auf demokratische Institutionen diskreditieren kann, den Zusammenhalt von Gesellschaften auseinanderdividieren kann und damit über sein Narrativ Effekte erzielen kann, die vielleicht deutlich weiter hinausgehen als der Sieg auf einem Schlachtfeld oder die Landnahme in einem militärischen Konflikt. Diese hybriden Szenare lassen auch unser tradiertes Verständnis, und da haben wir Deutsche ja einen sehr traditionellen Ansatz über Frieden und Krieg, das hat General Ahl angesprochen, aber auch das ganze Thema innere und äußere Zuständigkeit. Professor Geis und auch bei den jungen GSP-Lern kam das raus. Wer ist denn im Rahmen einer Cyberattacke der Zuständige in Deutschland? Ist denn eine Cyberattacke Krieg? Ist es ein Hacker? Ist es Kriminalität? Geht das BKA vor, der Bundesnachrichtendienst oder eben die Bundeswehr? Und ich sage es mal ungeschützt, ein Angreifer, der unsere Sicherheitsarchitektur kennt, der wird natürlich vorzugsweise an diesen Schnittlinien angreifen und dann hoffen, dass die Deutschen zunächst mal intensiv die Zuständigkeit prüfen, bevor sie dann zu einer koordinierenden Aktion in der Lage sind. Dazu kommt noch, dass neben diesen Aktivitäten in der Digitalisierung natürlich auch im Bereich der Waffensysteme Dinge passieren. Vernetzung wurde angesprochen, Digitalisierung wurde angesprochen, aber auch solche Dinge wie die Drohnenschwärme, die kamen, aber auch zum Beispiel hypersonische Flugkörper, wo sie alleine mit dem Thema Zugang zu verwehren mit solchen Waffen drohen können, wo sie Waffen haben, die Reaktionszeiten auf Seiten des Verteidigers erfordern, dass sie gar nicht drumherum kommen, zumindest hochautomatisierte, in Teilen auch autonome Verteidigungssysteme zumindest in ihr Inventar aufzunehmen, um so einer Bedrohung entgegensetzen zu können. Die Gefechtsfelder, das wurde auch schon dargestellt, zeichnen sich dadurch aus, die Szenare, hohe Informationsdichte, immer stärkere Vernetzung von Sensoren und Effektoren. Wir brauchen eine Bewertungsfähigkeit innerhalb kürzester Zeit. Das geht eben nicht mehr mit den klassischen Methoden der Beurteilung der Lage, sondern hier brauchen wir die Unterstützung auch durch Technologie, sodass Zeit, Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit zunehmend zu den entscheidenden Faktoren der Operationsführung werden. Wir haben das auf den Punkt gebracht. Informationsüberlegenheit ist die Voraussetzung für Führungsüberlegenheit. Und nur wenn Sie die haben, werden Sie das dann auch in Wirkungsüberlegenheit auf dem Gefechtsfeld übersetzen können. Ich würde gerne mal vielleicht so ein paar Beispiele aus der aktuellen Arbeit in unserem Bereich geben, wo wir denn auf Unterstützung durch KI setzen, wobei ich sagen muss, das ist im Moment alles noch schwache KI, also im Wesentlichen Machine Learning, Algorithmen getrieben, starke KI. Da sind wir noch ein bisschen von weg, gleichwohl müssen wir uns dem Thema stellen. Das sind natürlich die Klassiker im Bereich der Aufklärung, Nachrichtengewinnung und Krisenfrüherkennung. Hier haben wir auch ein gemeinsames Projekt mit dem Auswärtigen Amt, um eben mit Unterstützung von KI Krisen möglichst vor deren Ausbruch zumindest erahnen zu können. Sie brauchen aber auch hier entsprechende Unterstützung, wenn es nur darum geht, die ganzen Massendaten, die zum Beispiel ein unbemanntes Luftfahrzeug oder in Zukunft auch ein Flottendienstboot so sammelt, diese Daten auszuwerten, Anomalieerkennung durchzuführen und vielleicht auch Netzwerk- und Mustererkennung anzusetzen. Wir sind sehr aktiv im Bereich der Führung, also Command and Control durch Fusionierung von Lagebildern. Wir haben so als ein praktisches Beispiel im Kommando Cyber Informationsraum innerhalb von 15 Monaten zumindest einen ersten, ist eigentlich schon mehr wie ein Demonstrator, eine erste Fähigkeit eines Lagebilds im Cyberinformationsraum durchgeführt. Das ging, Dr. Klaas, nur mit agilen Methoden, wo tatsächlich unsere Fachleute mit den Softwareentwicklern und den Softwareintegratoren an einem Tisch saßen und über entsprechende Sprints sich so in 3-Wochen-Zyklen sicher und zielgerichtet dem Ziel genähert haben und wir tatsächlich dann jetzt auch
strukturierte und unstrukturierte Daten über Netzwerkanalysen und ähnliche Dinge zu einem Lagebild zusammenführen. Geoinformation, auch eine Verantwortung meiner Abteilung. Der Geoinformationsdienst der Bundeswehr ist derzeit der größte Big-Data-Anwender in der Bundeswehr. Und natürlich sind Geoinformationen gerade für Streitkräfte höchst relevant. Ich gebe so ein paar Beispiele. Geländemodelle, das ganze Thema Urban Warfare. Und wenn Sie in Entwicklungsländer sehen, die Megacities, die dort völlig unstrukturiert wachsen und sich vorstellen, Sie müssen da zum Beispiel eine Evakuierungsoperation durchführen, ist es schon ganz gut, wenn Sie möglichst aktuelle Gelände- und Terraindaten haben. Sonst kommen Sie da zwar sehr schnell rein, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr wirklich dort raus. Informationsoperation, ich hatte es schon angesprochen, das ganze Thema Propaganda-Awareness. Die Frage, können wir in Zukunft Deepfakes noch erklären und können wir sie auch erkennen und können wir auch deutlich machen, das war jetzt nicht der russische Staatspräsident, der dort gesprochen hat, sondern das war getürkt. Cyberoperationen, Professor Geis hat es angesprochen, defensiv natürlich durch Dinge wie Malware Detection, Moving Target Defense, vertrauenswürdige IT-Ökosysteme, aber auch unsere offensiven Fähigkeiten. Und hier die Frage, in der Tat, wie viel offensiv dürfen wir in der Bundesrepublik Deutschland, und zwar außerhalb von klassischen militärischen Konflikten. Und auch hier wird in Berlin die Diskussion sehr stark auf das Thema Hackback reduziert, was vielleicht 5% der Komplexität der Frage, wie gehen wir mit offensiven Cyberoperationen um, welche militärischen Effekte können wir damit erzielen, welche möglicherweise eskalatorischen Effekte kann aber auch eine Cyberoperation insbesondere in frühen Konfliktphasen auslösen. Dann haben wir noch so ein paar Klassiker, die sind vergleichsweise unverdächtig, wie die Logistik im Bereich des Supply Chain Managements, die Frage im Bereich Product Lifecycle Management, also durch die digitale Zwillinge, die Vorhersagefähigkeit besser zu gestalten, unsere Instandsetzung besser steuern zu können, unsere Ersatzteilversorgung zu optimieren, aber auch solche Dinge wie zumindest teilautonome Wirksysteme. Und hier nenne ich ein paar Klassiker, die wir schon haben im Bereich der Abwehr taktisch-ballistischer Flugkörper, das Waffensystem Patriot, das in diesem Fall einen autonomen oder einen vollautomatisierten Abwehrmodus hat, wenn es darum geht, TBMs abzuwehren. Wir haben das Flugkörpersystem RAM an Bord unserer Schiffe, wenn es darum geht, anfliegende Raketen zu bekämpfen. Auch dieser Verteidigungszyklus ist komplett automatisiert, oder auch das System Mantis zum Schutz unserer Feldlager. Gesandtschaftsdienst haben wir zum Beispiel im Moment auch Big Data-Programme laufen, wo es darum geht, zum Beispiel B-Waffen zu detektieren, indem wir Genomanalysen durchführen. Das ist auch klassisches Big Data. Und last but not least natürlich die zwei Leuchtturmprojekte, das Future Combat Air System, das eben mehr ist wie ein neues Kampfflugzeug, sondern tatsächlich eine fliegende Command-Plattform, die dann auch zum Beispiel unbemannte Systeme mitkoordinieren sollen, und das Main Ground Combat System als neue Landplattform und eben auch mehr als ein Kampfpanzer, sondern hier das Ziel des System of Systems. Mhm. Über die Herausforderungen wurde schon teilweise diskutiert, das wollte ich nicht wiederholen. Das ist sicherlich eine Frage, wo wir in der Diskussion kommen. Ich nenne nur so ein Beispiel, der Data Bias. Also wenn Sie die KI durch so wie bei mir mittelalte weise Männer trainieren lassen, dann denkt die KI auch wie mittelalte weise Männer, und ob das dann immer zu den richtigen Ergebnissen führt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Unterm Strich für mich, KI ist hochrelevant für die Streitkräfte, und die 6 Thesen von General Lahl haben das, glaube ich, auch unterstrichen. Sie bietet erhebliches Zukunftspotenzial und nahezu in jedem Anwendungsbereich, natürlich auch für uns in der Bundeswehr. Und es ist wichtig, dass wir die Diskussion über KI jetzt führen, wo wir noch ein paar Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte von starker KI entfernt sind und wo wir jetzt vielleicht diese neue Dimension umfassend analysieren müssen, sowohl in völkerrechtlicher Hinsicht, wie können wir sowas normen, wie können wir sowas regulieren. In der Frage Code of Conduct gibt es sowas. Und ich fand in dem junge GSP-Anteil einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die Frage, wie gehen wir mit der Zivilgesellschaft um. Und ob Sie jetzt bei Fridays for Future oder andere Aktivitäten nehmen, sehen wir ja gerade, dass neben unseren tradierten politischen Willensbildungsprozessen zurzeit auch über Netzcommunities, über soziale Medien ganz neue Methoden von politischer Willensbildung und politischer Meinungsbildung passieren. Und das kann man ja auch vielleicht mal als Chance sehen, gewisse Dinge wie ethische Rahmenbedingungen beim Einsatz von Digitalisierung und KI zu normen, dass wir hier auch Unterstützung durch Zivilgesellschaft bekommen und auch länderübergreifend, parteienübergreifend und abseits unserer tradierten politischen Entscheidungsfindungsprozesse da durchaus Dynamiken entfalten kann, die auch positiv eingesetzt werden können. Okay.
Okay, Herr General, herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein ziemlich weites Feld aufgemacht, aber das war zu erwarten bei dem Thema. Bevor ich Kerstin Lahl das Wort gebe mit der Bitte um eine kurze Positionierung, will ich den Hinweis machen, dass Sie sich im Chat mit Fragen beteiligen können. Ich sehe schon eine ganze Reihe Fragen. Ich darf Ihnen sagen, je kürzer die Fragen sind, desto größer ist die Chance, dass ich die auch vortragen kann. Hier sind teilweise Fragen, die so lang sind, dass ich die jetzt nicht so schnell erfassen kann. Aber ein paar habe ich mir schon ausgesucht und kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber zunächst nochmal Kerstin Lahl. Der Vorwurf an dich war, du bist ja viel zu negativ. Warum bist du denn so negativ bei KI? Also ich denke oder ich hoffe, dass ich nicht zu negativ rübergekommen bin. Und wenn ja, dann war es vielleicht auch meine Absicht. Denn es ging mir jetzt in meinen Thesen nicht so sehr darum, die unzweifelfrei bestehenden Chancen der KI zu nutzen, sondern eben auch auf die Kehrseite der Risiken aufmerksam zu machen. Die Chancen der KI sind ja völlig klar und Herr Klaas, Sie haben auch einige davon genannt, also auch in strategischer Hinsicht. KI kann uns unsere Sicherheit deutlich verbessern, etwa durch eine im Bereich der Krisenfrüherkennung. Oder denken Sie an die Raketenabwehr. Wenn man sich mal vorstellt, man würde in Israel leben, dann fühlt man sich schon sicherer, dass man den Iron Dome hat bei den kurzen Vorwarnzeiten, um eben auch auf hochautomatisierte Weise dann auch geschützt zu sein. Oder denken Sie an die Logistik. Herr Vetter hat eine ganze Reihe von Beispielen genannt, wo KI einen hervorragenden Nutzen auch für sicherheitspolitische und militärische Dinge bringt, in der Logistik, in der Frage Räumen von Minen, Erkennen von Minen, Überwachung von Küsten und so weiter. Oder denken Sie zum Beispiel an die Katastrophe in Fukushima im Rahmen des Tsunami. Wie glücklich wären wir doch alle gewesen, hätten wir Roboter gehabt, die den Reaktorblock hätten aufklären und vielleicht auch dann Schäden reparieren können. Also da gibt es ja gar keinen Zweifel, dass KI ein Potenzial hat, das unglaublich ist, um unsere Welt sicherer zu machen. Aber das heißt ja nicht, dass man deswegen nicht auch die Risiken betrachten sollte. Und um die ging es mir dabei. Ich wollte also nicht alarmistisch klingen. Ich wollte nur den Finger in die Wunde legen, dort, wo wir genau aufpassen müssen. Und das ist aus meiner Sicht, und ich habe das ja erläutert und will es auch nicht mal wiederholen, im Bereich der autonomen Waffen aus unterschiedlichen Gründen aus meiner Sicht der Fall. Und ich denke, man soll Chancen nutzen, gar keine Frage, aber die Risiken darf man natürlich dabei nicht ausklammern dabei. Das war okay. Mein Ansatz. Okay, vielen Dank. Ich gucke mal in den Chat und greife mal ein paar Sachen raus. Herr Weiß zum Beispiel fragt, und ich denke, das würde ich an Herrn Geis richten, wie implementiert man Ethik in KI? Also wie soll das gehen? Und Ulf von Krause weist darauf hin, dass in den 1990er Jahren schon das Schlagwort von Revolution in Military Affairs in aller Munde war. Und Herr Krieger sagt, dass zum Beispiel Afghanistan gezeigt hat, dass diese ganze Hochtechnologie letztlich nicht das ist, worum es geht, sondern dass der Mensch, in dem Fall wahrscheinlich auch der Kämpfer, der klassische Kämpfer, doch das Entscheidende bleibt. Vielleicht kann ich die Frage an Herrn Vetter richten. Also wird das ein bisschen überbewertet mit der KI und geht es letztlich bei sicherheitspolitischen Fragen doch um alte Fragen, die immer in neuen Gewändern kommen quasi? Ist das insofern etwas überbewertet? Aber zunächst an Herrn Geis nochmal die konkrete Frage, wie implementiert man denn Ethik in KI? Und ich glaube, wir sind uns ja einig und Sie haben das auch angedeutet, dass am Ende doch die ganz einfache sicherheitspolitische Grundregel gilt, dass was möglich ist und wovon man sich einen Vorteil verspricht, dass das auch am Ende gemacht wird. Vielleicht nicht von Akteuren wie Deutschland, weil die Zivilgesellschaft Druck macht, weil das im Parlament nicht einfach ist. Aber ich möchte nicht wissen, was in den Labors in China und in Russland und anderswo alles entwickelt wird. Also wie könnten wir ethische Fragen in dieser KI-Debatte implementieren? Was haben Sie da für Ideen? Ja, also ich glaube, es sind zwei Fragen, die Sie stellen. Also wie macht man es in der konkreten Anwendung? Und da würde ich sagen, ist eigentlich vieles möglich. Man könnte ja auch also Robotersysteme sehr viel konservativer zum Beispiel programmieren, als wir das beispielsweise Menschen erlauben. Die Debatte um die autonomen Waffensysteme wird immer geführt im Lichte der jetzt geltenden Regeln, die mal für menschliche Soldaten geschrieben wurden, die ja auch erheblich Eigenrisiko ausgesetzt sind im Konflikt und so weiter.
Das könnte man bei robotischen Systemen ja ganz anders handhaben und generell die Regel aufstellen und programmieren, dass überhaupt keine zivilen Schäden verursacht werden dürfen, wenn Robotersysteme aktiv werden. Und insofern ist das jetzt gar kein ausgefeilter Ansatz, da eine Ethik zu implementieren, sondern einfach die Regeln so streng zu handhaben in diesen Systemen oder sich darauf festzulegen, dass die Einsatzszenarien beschränkt werden. Ich habe aus ethisch-völkerrechtlicher Sicht wenig Probleme mit autonomen Waffensystemen, die submarin, also unter Wasser, gegen andere Plattformen, physische Plattformen kämpfen, wo überhaupt keine Personen betroffen sind. Die ethischen Bedenken resultieren eigentlich immer aus Szenarien, wo dann auch Personen betroffen sein können von autonomer Gewaltanwendung. Das können wir theoretisch alles regulieren, enger fassen und diese Risiken dann dadurch handhaben. Ob wir das durchsetzen können, ist natürlich immer die Problematik des Völkerrechts und auf vielen Ebenen. Ich glaube, das wird nur mit einer gewissen Stigmatisierung, die sich möglichst weit verbreiten muss. Das wird nur durch Zivilgesellschaft zu machen sein. Das wird nur zu machen sein, wenn private Akteure vermehrt an die Industrie an Bord geholt werden. Das würde ich auch noch zu den Rüstungsdebatten generell sagen. Herr Lahl hat es angesprochen, wie schwierig Verifikation und überhaupt Abrüstung sein wird. Ich glaube, ein Novum in diesen Debatten wird sein, dass wir Industrieakteure, private Akteure, Microsoft, Google, wie sie alle heißen, in diese Debatten einbeziehen müssen. Ich glaube, das wird gewöhnungsbedürftig sein für die Staaten, die das bislang exklusiv gehandhabt haben. Genauso wie es gewöhnungsbedürftig sein wird für diese Player, wo aber ja die Expertise und auch die technologische Entwicklung stattfindet. Die Kombination zu schaffen, wird auch ein ganz wichtiger Weg auf dem Weg zur Implementierung dieser rechtlichen Prinzipien sein. Ja, vielen Dank, Herr General Vetter. Vielleicht nochmal an dem Afghanistan-Beispiel Ihre Einschätzung dazu. Wird KI da doch überbewertet oder kann man das nicht so gegeneinander stellen? Müssen wir im Prinzip beides adressieren? Ich würde es mal etwas anders beantworten. Die Bundeswehr ist gefordert, über ihr Fähigkeitsprofil sich breit aufzustellen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, in Rahmen des Krisen- und Konfliktmanagements Einsätze wie beispielsweise in Afghanistan und Mali zu absolvieren. Wir machen Ausbildungsoperationen, aber wir müssen eben auch wieder in der Lage sein, im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung uns auf Konfliktbilder einzustellen, die von stark Hybrid bis tatsächlich hochintensives Gefecht in allen Dimensionen, also Land, Luft, See, Cyber und auch Weltraum, abzudecken. Das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Jetzt kann man natürlich sagen, der Professor Geis hat die Operation in Vietnam dargestellt. General Lahl hat ja auch seine oder nachvollziehbar dargestellt, dass in Afghanistan trotz aller Technik natürlich die Taliban nicht so einfach militärisch zu besiegen sind. Das ist sicherlich alles richtig. Aber auch aus eigener Erfahrung in Afghanistan, ohne die Aufklärungsfähigkeiten, die Allianz dort in den Einsatz gebracht hat, ohne die Fusionierung von Lagebildern, hätten wir uns da noch deutlich schwerer getan. Und ich war eigentlich auch mal ganz froh, wenn Sie dort unterwegs sind, dass Sie wissen, im Zweifel sind ein paar alliierte unbemannte Luftfahrzeuge auch mit Wirkmitteln über Ihnen, die im Zweifelsfall auch sehen können, wenn hinter der übernächsten Straßenecke vielleicht irgendwas passiert, was Ihnen anschließend ein Problem gibt. Also ich denke mal, ich würde hier nicht auf Schwarz und Weiß gehen. Wir brauchen auch in solchen Operationen, oder die KI bittet uns jetzt die Chance, auch in solchen Operationen uns gut aufzustellen, uns besser aufzustellen, übrigens dann vielleicht auch im einen oder anderen Fall etwas personalsparender aufzustellen. Aber wir müssen eben auch, wir können jetzt eben nicht nur auf Afghanistan und solche Szenarien gucken, sondern wir müssen, und das wurde auch in den Thesen gut dargestellt, auch die Peer-to-Peer-Competition im Blick haben. Wir müssen auch gegen Gegner wirken können oder Gegner vom Wirken abhalten können, die in allen Dimensionen nochmal gleichwertig oder in Teilen vielleicht sogar schon überlegen sind im Vergleich zu dem, was wir als Bundeswehr, aber auch als Allianz haben. Also insofern denke ich, in diesem breiten Fähigkeitsspektrum, das die Bundeswehr zu Recht abdecken soll und muss, gibt es kein Szenario, wo KI nicht relevant ist. Ja, Herr General, nochmal nachgefragt. Sie bestätigen, dass diese Peer-to-Peer-Konkurrenz für Bundeswehr relevant ist und damit für deutsche Sicherheitspolitik. Wenn ich mir die Bewaffnung, die Diskussion um die Bewaffnung der Drohne Heron anschaue, ist jetzt nicht ein KI-Thema im engeren Sinne, aber könnte man auch ein solches verstehen. Das hat ewige Jahre gedauert. Viele Koalitionen haben sich daran festgebissen. Jetzt ist das ein Stück vorangegangen, aber zeigt dieses Beispiel nicht, dass Deutschland im Prinzip nicht reif ist, sich diesen Fragen mit einem nüchternen Blick zu widmen? Oder sehen Sie das anders? Ja, genau genommen müssten Sie diese Frage an den Platz der Republik Nummer 1 wenden, an den Deutschen Bundestag. Ich glaube, der Regierungswechsel in den USA hat ja gezeigt, dass parteienübergreifend verstanden wurde, ja, es gibt höchstwahrscheinlich demnächst
eine etwas andere Melodie über den Atlantik, aber die Botschaft des Liedes wird vergleichsweise gleich sein, nämlich, dass die Amerikaner eben nicht länger Weltpolizist für alle sein können und die Europäer schon auch für den Anteil an Sicherheit, der sie unmittelbar betrifft, also unser unmittelbares Umfeld, mehr Verantwortung tragen müssen. Jetzt wird es eben darauf ankommen, das nicht nur bei der Sonntagsrede zu belassen, sondern tatsächlich auch unmittelbar die Konsequenzen zu ziehen im diplomatischen Bereich, im wirtschaftspolitischen Bereich, aber eben auch im militärischen Bereich. Und ich blicke mit einer gewissen Sorge, aber mit auch einer gewissen Spannung in die Diskussion über das Thema der größere deutsche Beitrag in den Verteidigungsausgaben. Unsere Ministerin hat sich ja hier klar positioniert. Und jetzt unabhängig, ob es 2% sind, sondern die Bundeswehr muss mit ihren Fähigkeiten dieses Spektrum abdecken können. Wenn wir das nicht wollen, können wir in Europa keine Führungsrolle übernehmen. Und ohne Deutschland als einer der Nationen, die in Europa Führung übernehmen können sollen und wo es auch klare Erwartungshaltung unserer europäischen Partner gibt, dass Deutschland das tut, wird es dann irgendwie auch nicht funktionieren. Okay. Wirtschaftspolitisch müssen wir auch im militärischen Bereich glaubwürdig sein. Okay, vielen Dank, Herr General. Ich würde gern Herrn Dr. Glas nochmal vielleicht zu Ihrer Überraschung danach fragen, was Sie denn mit diesen ethischen Diskussionen als Techniker gewissermaßen und als Industrievertreter anfangen können. Ist das für Sie irgendwie lästiges Beiwerk, mit dem sich andere beschäftigen sollen, oder ist das auch eingepreist in Ihre Überlegungen? Das ist absolut eingepreist in die Überlegungen. Also ich glaube, die Frage war auch tatsächlich eigentlich an mich gerichtet. Also das ist so, die aus meiner Sicht gibt, also die Ethik über diese typischen Situationen, die man kennt über autonome Fahrzeuge, also beispielsweise diese Dilemmata, die man dort hat, die sind alt, die gibt es für Menschen schon. Also da gibt es auch für all diese Themen schon auch eine Rechtsprechung dafür. Und jetzt werden sie im Grunde auf autonome Systeme übertragen, weil man sagt, okay, die eigentliche Entscheidung trifft jetzt tatsächlich in dem Fall nicht mehr der Mensch, weil wenn das autonome Fahrzeug fährt, dann hockt meistens nach 5 Minuten der eigentliche Fahrer auf dem Rücksitz und isst Pizza. Und was ich glaube, wir arbeiten da auch mit Universitäten zusammen, die sich mit Ethik in diesem Bereich beschäftigen. Und meine Erfahrung war dort, dass tatsächlich diese Überlegungen, die eigentlich eher aus philosophischer Überlegungen kommen, für den Menschen tatsächlich technische Relevanz haben für die Entwickler. Also die dann zum Beispiel diese vage Ahnung von wegen, soll ich das grundsätzlich nicht machen oder soll ich da einfach mal so eine Nutzenabwägung machen? Da gibt es einen Namen dafür. Das eine ist utilitaristisch, das andere deontologisch. Also das heißt, man hat hier ein gewisses Framework, wie man Systeme entwickeln kann, wie man ungefähr, wenn man Designentscheidungen hat, sich ungefähr orientieren kann. Ich würde sogar sagen, diese Frage geht noch ein bisschen weiter. Es geht nicht nur um die konkrete Implementierung von zum Beispiel eines Abwehrmechanismus in einem Waffensystem, sondern es geht auch, wie entwickle ich so etwas? Also beispielsweise, wie das jetzt bei den autonomen Fahrzeugen ist, ist es ethisch, ein Fahrzeug oder jetzt ein Waffensystem zu warten, dass es Fehler macht und dann aus diesen realen Fehlern zu lernen, oder ist es nicht einfach unethisch? Also sollte man nicht wirklich viel mehr in die Simulation von Counterfactuals investieren, damit man, weil wenn man das nicht tut, es eigentlich unethisch ist, solche Systeme überhaupt anzuschalten, also in den realen Einsatz zu bringen. Okay, vielen Dank. Ja, wir haben noch eine ganze Reihe an Fragen, deswegen, Entschuldigung, wollte Sie nicht unterbrechen, aber ich wollte noch mal zu General Vetter kommen und in den Chat gucken. Herr von Bothmer gratuliert Ihnen zunächst, dass die Luftwaffe inzwischen die Frage der Bewaffnung von Drohnen etwas positiver sieht als noch in den 90er Jahren, wie er sagt. Also da ist ein großer Schritt offenkundig getan worden. Aber ich wollte die Frage von Herrn Orczyk an Sie herantragen. Er fragt: Welchen Einfluss werden militärtechnologische KI-Entwicklungen auf die NATO haben? Werden in Zukunft im Falle eines Artikel 5 nur noch die Partner mit ausreichendem technologischen Level mit Blick auf KI zusammen effektiv operieren können? Anders formuliert, ist sozusagen die Frage der Nutzung von KI auch für die Bundeswehr eine Frage von Partnerschaftsfähigkeit im Bündnis?
Die Frage stellt sich ja letztendlich heute schon bei dem ganzen Thema der Führungsfähigkeit. Also nach dem Motto, wenn Sie gerade wie Deutschland auch den Anspruch haben, als Rahmennation multinationale Verbände zu führen, wird es zunehmend darauf ankommen, dass wir eben auch über die modernen Führungssysteme verfügen, dass nicht wie heute in Teilen die anderen abwärtskompatibel zu uns sein müssen, sondern dass wir so aufgestellt sind, dass wir andere Nationen über unsere Führungsmittel anbinden, führen können und die Nationen. Das Thema des Technology Gap ist letztendlich in allen Dimensionen relevant, weil wenn Sie nur noch mit sogenannten Legacy-Systemen auf dem Gefechtsfeld auftauchen, dann sind Sie irgendwo nicht mehr relevant. Dann findet die Operationsführung, egal ob im Cyberraum, zu Lande, in der Luft oder auf See, dann irgendwann ohne Sie statt und Sie können dann den Hafenumschlag absichern oder ähnliche Dinge. Also wenn Sie relevant bleiben wollen, müssen Sie schon irgendwo in der Technologie mit dabei sein oder Sie müssen, und das wäre der Anspruch an Deutschland, einen Partner haben, an den Sie sich entsprechend anlehnen können. Da ist KI sicherlich ein Werkzeug, das geht aber letztendlich über sämtliche Technologiebereiche hinweg. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Cyberbereich. Die offensiven Cyberoperationen hat Professor Geis ja dargestellt. Das ist alles nicht so ganz einfach. Also gibt es jetzt einige Nationen in der NATO, zu denen Deutschland auch gehört, die dargestellt haben, dass sie bereit wären, sogenannte souveräne nationale Cyber-Effekte der NATO zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das ist kein Command-Verhältnis. Da hat ein NATO-Kommandeur den Deutschen zunächst auch mal nichts zu befehlen. Aber wenn ein NATO-Kommandeur sagt, ich bitte darum, über einen Cyber-Effekt zum Beispiel eine Luftverteidigung zeitlich befristet zu lähmen und die Deutschen trauen sich das zu, könnten wir die Hand heben und mit unseren Cyberkräften dort reinzugehen. Wer diese Cyberkräfte nicht hat, ist in diesem Einsatzfeld irrelevant. Also insofern die Frage kurz und knapp beantwortet, ja, KI und Technologiekompetenz wird zunehmend auch wichtig, um in internationalen Operationen koalitionsfähig zu sein. Okay, vielen Dank. Eine Detailfrage an Sie auch, Herr General Vetter. Wenn Sie nicht darauf antworten können oder möchten, streiche ich die. Aber Herr Retzinkoff fragt, schätzen Sie den Einsatz und die Wirkung von autonomen und halbautonomen Waffensystemen im Bergkarabach-Konflikt als entscheidend für dessen Ausgang ein? Das ist jedenfalls in weiten Teilen der Presselage so dargestellt worden. Haben Sie schon eine Auswertung dazu, eine Einschätzung dazu? Die Kurzversion ist dadurch, dass die aserbaidschanische Seite ja in großem Umfang bewaffnete unbemannte Luftfahrzeuge eingesetzt hat und die Armenier im Bereich Nah- und Nächstbereichsschutz da nichts wirklich entgegensetzen zu haben, ist natürlich deren Panzertruppe sehr stark in Mitleidenschaft getroffen worden. Das sind jetzt aber keine autonomen Waffen, sondern das waren unbemannte Luftfahrzeuge, also ferngesteuerte Drohnen, die dort zum Einsatz kamen. Aber das war ein technologischer Vorteil, dem die andere Seite nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hatte. Und das hat letztendlich dazu geführt, was wir heute sehen. Das wäre für mich jetzt aber nicht der klassische Konflikt. Okay, vielen Dank. Ich möchte jetzt mit Robin Geis und denjenigen, die das auch möchten, noch eine These von Kersten Lahl diskutieren, nämlich die sechste These, in dem er formuliert, dass im Ergebnis der technologische Wandel durch künstliche Intelligenz eine neue internationale Sicherheitskultur erfordert. Also ich möchte ein bisschen weggehen von technischen Details hin zu einer politischen Bewertung. Und Kersten, du kannst ja gleich deine These nochmal unterfüttern, wenn du magst, aber ich habe die eigentlich als ziemlich verzweifelten Versuch empfunden, gewissermaßen zu sagen, dass das Ganze nur irgendwie in geordneten Bahnen laufen kann, wenn wir international Vereinbarungen darüber treffen, die das irgendwie angehen und verregeln. Aber du hast gesagt, das ist noch weiter entfernt gewissermaßen von der Nutzung von starker KI, also eigentlich im Bereich der Utopia sozusagen. Und damit können wir als Sicherheitspolitiker ja nicht arbeiten. Robin Geis, wie sehen Sie das? Diese Fragen von einer wirklich anderen Ethik in den internationalen Beziehungen als einzige Chance, wenn ich Kersten Lahl folge, letztlich diese Thematik KI doch irgendwie im Zaun zu halten. Und das könnte man ja fast analog zu der Frage von Atomwaffen oder biologischen Waffen denken, dass die Büchse der Pandora gewissermaßen geöffnet ist oder sich jetzt öffnet durch technologische Entwicklungen, wo wir uns gegen wehren können, aber letztlich sie nicht bremsen können. Und am Ende landet man in Verzweiflung, oder? Haben Sie was Besseres zu bieten als Verzweiflung? Also ich glaube, Verzweiflung hatten wir jetzt die letzten 10 Jahre, in der wir die Erosion des Multilateralismus und vieler Strukturen, die wir als gegeben hingenommen haben, gesehen haben. Wir hatten im 20. Jahrhundert das Prinzip der freundlichen Beziehungen zwischen Staaten. Und ich glaube, auch angesichts der hybriden Vorgehensweise, die Herr Vetter angesprochen hat, kann man heute
glaube ich, von unfreundlichen Beziehungen auf vielen Ebenen sprechen und globalem Misstrauen. Und es ist völlig außer Frage, dass wir davon weg müssen. Nicht zuletzt, weil wir mit der Klimakrise viel größere Probleme haben, die da noch auf uns zukommen werden. Die Frage ist natürlich, also was verstehen wir unter so einer Sicherheitskultur und wie können wir sie dann implementieren? Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, die Dialogfähigkeit in allen Bereichen wieder zu verbessern. Es gibt ja auch Hoffnungszeichen nach der amerikanischen dem Wahlausgang. Aber ich glaube, in ganz vielen Bereichen werden wir neu denken müssen. Also das mit den privaten Akteuren, Multi-Stakeholder ist natürlich nur ein beliebtes Schlagwort, aber ich glaube, das müssen wir noch besser umsetzen, als wir das bislang getan haben. Ohne die wird es nicht gehen. Ich glaube, was ich eingangs sagte, geopolitisch das Verhältnis zu China ist der Schlüssel zu ganz vielen Aspekten in dieser Debatte, weil sich da dieser Systemkonflikt nicht nur USA und China, sondern ich glaube auch sonst NATO-Partner und China abzeichnet, wie wir dem entgegenwirken können. Ich glaube, also verbindliche Abkommen und so weiter, das steht alles nicht in den nächsten Jahren. Wir brauchen einen breit gefächerten Werkzeugkasten. Ich glaube, dazu gehören auch auf ganz anderen Ebenen vertrauensbildende Maßnahmen. Stellen Sie sich sowas, wie wir im Weltraum haben, die internationale Raumstation. Stellen Sie sich sowas für künstliche Intelligenz, auch mit Partnern, mit denen wir Schwierigkeiten haben, vor. Ich glaube, wir müssen in alle Bereiche denken, gerade auch, weil geopolitisch die Spannungen auch ungeachtet der Joe Bidens neuer Administration bleiben werden. Und ich glaube, da werden wir sehr kreativ rangehen müssen. Aber ich stimme zu, ja, eine neue Sicherheitskultur. Ich glaube, Rüstung, Abrüstung müssen wir ganz neu denken. Ich glaube, es wird Verifikation jedenfalls im Bereich der neuen Technologien so nicht mehr geben. Wir haben aber gleichzeitig natürlich auch noch ganz große Probleme mit den Technologien des 20. Jahrhunderts. Denken Sie nur an die nukleare Abrüstung. Da liegt auch vieles im Argen. Und deshalb kreative Ansätze in alle Bereiche. Ich würde aus völkerrechtlicher Sicht noch hinzufügen, im 20. Jahrhundert ging es vor allen Dingen im Völkerrecht in Bezug auf Konflikte darum, Tod und Zerstörung zu vermeiden. Das ist heute genauso relevant, wie es damals war. Denken Sie an Jemen und Syrien. Aber mit den neuen Technologien, und das hat Herr Vetter angesprochen und das beschäftigt uns schon heute, sind die Auswirkungen in die Gesellschaft, dass gesellschaftliche Prozesse, dass die Informationsräume manipuliert werden, das ist eine ganz zentrale Frage. Und ich glaube, da müssen wir über Kategorien von Krieg und Frieden hinweg neu denken, vielleicht unter dem Arbeitstitel Gesellschaften besser schützen. Und ich glaube, auch da täten wir gut daran, eine rechtliche Regelung und Grenze. Ja, vielen Dank, General Vetter. Kann man sich solche Gedanken nur auf dem warmen Stuhl eines Hochschullehrers in Glasgow oder eines pensionierten Generalleutnants wie im Fall von Kerstin Lahl leisten? Und wenn man noch in der Pflicht steht wie Sie, muss man das anders sehen, nämlich letztlich dafür sorgen, dass man in Konflikten bestehen kann und dafür werben, Sie können es nicht entscheiden, Politik muss das machen, aber zumindest als Militär dafür werben, dass Deutschland bei allem mitmacht, was sozusagen sicherheitspolitisch kriegsentscheidend ist. Ist also der Rat von Robin Geis, dass man sich für Ächtung von solchen Systemen stark machen muss, wo Menschen keine Rolle mehr spielen, ein guter Rat? Oder würden Sie sagen, Moment mal, da müssen wir ein bisschen nüchterner rangehen? Nee, ich glaube, wir sind ja schon aktiv. Natürlich kann man sagen, trotz der Verhandlungen seit 2014 in den Vereinten Nationen ist jetzt noch nicht so unendlich viel Greifbares rausgekommen. Ich glaube aber schon, dass diese Verhandlungen wichtig sind, dass sich Deutschland hier einbringen muss, ob man die Waffen jetzt ächtet oder ob man wie Deutschland und Frankreich zurzeit noch eher einen politischen Prozess in Kraft setzen will. Das wird die Zeit zeigen. Aber ich glaube schon, dass die Bundesrepublik Deutschland auch in diesem ganzen Thema Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle, Verifikationsregime sehr aktiv ist. Und wir haben ja mit Blick auf den Cyberraum auch das Tallinn Manual, da weiß Professor Geis noch viel, viel detaillierter, wovon wir reden, ja auch aktiv unterstützt mit eigener juristischer Expertise, die dort mitgewirkt hat. Ich sehe da übrigens auch keinen Widerspruch. Natürlich muss der Soldat und das Verteidigungsministerium darauf achten, dass die Bundeswehr in der Lage ist, den Auftrag, den ihr die Verfassung gibt, in allen Dimensionen entsprechend durchzuführen. Und wenn wir
in diesen Dimensionen so aufgestellt sind, dass wir diesen Auftrag erfüllen können, dann haben wir auch eine ganz gute Basis, um das Thema der Rüstungskontrolle und Abrüstung entsprechend weiter vorzubereiten. Die andere Frage, also diese zunehmend verschwimmende Linie zwischen Krise und Krieg, Sie haben es vielleicht mitverfolgt, der erste Inspekteur Cyberinformationsraum, der General Leinus, mit dem ich ja zusammenarbeiten durfte, wir haben mal zusammengesessen und haben gesagt, wie kriegen wir denn mal so ein Catchword raus, dass in Berlin jemand aufpasst? Und wir haben uns dann den Begriff digitaler Verteidigungsfall ausgedacht. Das war niemals als Rechtsbegriff gedacht. Wir sind nie so weit gegangen zu sagen, wir müssen im Grundgesetz jetzt noch einen Artikel 87c einführen, wo drin steht, es gibt auch einen digitalen Verteidigungsfall. Aber wir wollten die Diskussion ein Stück weit anfachen, dass wir eben in der Zukunft mit Szenarien zu tun haben, die sich nicht wie Krieg anfühlen, deren Effekte aber ziemlich dicht an dem dran sind, was sie früher mit Bomberschwärmen und Raketen vielleicht gemacht haben. Diese Diskussion wurde natürlich sehr schnell auch wieder auf die juristische Ebene zurückgeführt, was ein bisschen schade ist. Aber wir müssen genau diese Fragen stellen. Wo ist die Trennlinie zwischen innerer und äußerer Sicherheit? Ist unsere Sicherheitsarchitektur, kam ja in den einführenden Bemerkungen, auch richtig aufgestellt? Sind wir auch als Staat resilient genug? Ist denn auch die Aufteilung von Zuständigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern in jeder Fall noch gerechtfertigt? Also die Arbeit geht uns nicht aus. Vielen Dank. Wir müssen schon langsam in die Schlussrunde kommen, aber noch nicht ganz. Ich habe noch eine Frage an General Vetter und die Kerstin Lahl vielleicht noch mal etwas wenden kann. Mit Blick in den Chat. Timo Hohmann stellt eine komplizierte, aber interessante Frage. Ich lese die mal vor. Unterstellt man, wie Generalleutnant Lahl es tut, dass die KI die Offensive bevorzugt, muss man dann das sicherheits- und verteidigungspolitische Konzept der strategischen Defensive als obsolet sehen? Oder anders gefragt, braucht Deutschland eine neue Verteidigungsstrategie? Kerstin, vielleicht kannst du den Ball nochmal aufnehmen und dein Argument nochmal ausführen, warum durch KI die Offensive bevorzugt wird und nach Clausewitz ist ja eigentlich die Defensive in Konflikten im Vorteil. Warum ist das anders offenkundig bei KI und was heißt das für deutsche Sicherheitspolitik? Naja, wenn man über moderne Mittel der KI verfügt, hat man anders als der Gegner, hat man eine Überlegenheit an Führung, an Information, an Reaktionsschnelligkeit etc. Und wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das, dass eine Überrumpelung eines Gegners leichter möglich ist, als es bisher der Fall war. Dadurch, dass es bisher nicht der Fall war, hat ja auch Clausewitz schon ja auch aufgezeigt, dass er gesagt hat, die Verteidigung ist grundsätzlich die stärkere Form der Gefechtsführung oder der Kriegführung als die Offensive, es sei denn, man ist so stark, dass sozusagen ein Übergewicht dann besteht oder man kann den Gegner überraschen. Und genau das ist ja das, was ja militärstrategisch zu befürchten ist, wenn eine Seite über KI einen Vorteil verfügt, dass sie dann den Gegner überraschen kann. Und weil man auch nicht genau weiß, was der Gegner hat und was er kann, weil eben KI so intransparent ist, was die Fähigkeiten anbelangt, deswegen besteht ja auch eine Ungewissheit auf allen Seiten. Und diese Ungewissheit führt eben dazu, dass man verleitet sein könnte, präventiv zu handeln. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, denn sie bringt so ein bisschen natürlich das strategische Gleichgewicht dann in eine Unwucht hinein. Das ist der Punkt, der dahinter steht. Okay. Ob das natürlich jetzt dann zu einer Änderung der Sicherheitsstrategie oder der Verteidigungsstrategie etwa der Bundeswehr oder der NATO führen muss. Ich glaube, da muss man intensiv drüber nachdenken. Da würde ich jetzt auch ungern jetzt gleich hier eine Stellungnahme dazu abgeben. Aber auf jeden Fall ist das natürlich schon ein Paradigmenwechsel. Okay, vielen Dank. Ja, ich glaube, das Argument ist anspruchsvoll, aber verstanden worden jetzt. Vielleicht können alle drei kurz noch mal das zur Stellung nehmen. Herr Glas, auch wenn das nicht unmittelbar Ihre Denkweise berührt, aber haben Sie eine Position zu dieser Frage? Ja, ich würde auch sagen, dass das wie das, ich würde es mal vielleicht ein bisschen plakativ machen. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Maschinolinie haben. Also das heißt, dass die, wenn ich mir vorstelle, bevor ich in die Industrie gegangen bin, habe ich tatsächlich Rüstungsprojekte mal mir angeschaut, wie lange die brauchen. Und da werden Systeme gebaut, die nicht auf Agilität ausgelegt sind, also dass man sich schnell auf neue Sachen einstellen kann. Und bis jetzt funktioniert das ganz gut, weil der Gegner möglicherweise genauso langsam ist. Und ich sehe auch da diese Sorge, dass wir hier eine, also
hier in ein Problem reinlaufen. Und ich würde auch sagen, dass also gerade diese die Möglichkeiten, die oder der Abschreckung, dass bestimmte Waffensysteme nur zugänglich waren mit großen, also nur großen staatlichen Ressourcen, dass es bei KI-Waffen nicht mehr gilt. Also wenn man sich vorstellt, dass man autonome Drohnen sehr billig bauen kann und das sind so Bedrohungsszenarien, die kann man aus meiner Sicht sehr gut simulieren und umgekehrt auch geeignete Abwehrstrategien entwickeln. Mhm. Und vielleicht auch dort Möglichkeiten finden, wie man also eine konventionelle Landesverteidigung, wie wir sie haben, die sich auch auf Rechtsstaat, Datenschutz und so weiter stützt, für solche Bedrohungslagen fit macht. Okay, vielen Dank, Herr Geis und Herr Vetter. Mit der Bitte um eine ganz kurze Einschätzung zu diesem Punkt. Herr Geis. Ja, bei den Offensivfragen weiß ich gar nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin. Ich würde sagen, bislang, obwohl ja militärisch doch viel läuft und ich glaube auch offensiv, ohne dass wir das jeden Tag in der Zeitung lesen, ist ja so ganz viel Eskalation noch nicht passiert. Ich glaube, wir müssen genau darauf achten, wo die Schwellen dann auch zu ziehen sind. Ab wann schlägt diese Unvorhersehbarkeit, die der KI immanent ist, denn in echte Risiken um, dass es auch eskalieren kann? Auch im Cyberbereich die gleiche Fragestellung. Und was ist eher unterschwellig und kann vielleicht auch weiterlaufen, wenn es nicht zu weiteren Spannungen führt? Ich glaube also jedenfalls aus völkerrechtlicher Sicht, wir sehen ja doch sehr viel intrusive Aktionen im Cyberraum. Das spielt sich in großen Teilen in so einer Grauzone ab, zum Teil auch unterhalb des Radars des Völkerrechts. Zu so ganz großen Spannungen hat noch nicht alles davon geführt. Ich glaube, das wird man richtig einordnen. Vielen Dank, General Vetter. Können Sie das in 3 Sätzen hinbekommen? Sonst laufen wir aus der Zeit. 2x very best. Also zuerstens, es ist gut, dass der General Lahl die These bringt. Die muss man auch diskutieren. Ich würde aber jetzt die KI-Waffe nicht zu groß malen, denn im Moment halte ich dieses Risiko des Überrumpelns noch für beherrschbar. Zweitens, defensive Aufstellung heißt ja nicht, dass wir nur defensiv agieren, sondern natürlich haben wir auch offensive Wirkmittel, die wir entsprechend einsetzen müssen. Und drittens muss natürlich so ein Angreifer, der entweder im Cyberraum oder KI-basiert angreift, auch immer überlegen, ob er vielleicht das Ziel, das er damit erfolgt, tatsächlich erreicht oder ob er nicht sogar eine Eskalationsdynamik in Kraft setzt, die er gar nicht haben will. Also den großen Entwaffnungsschlag sehe ich im Moment noch nicht. Von daher müssen wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich sehe aber jetzt nicht das Clear and Present Danger morgen früh vor der Haustür. Umso wichtiger wird sein, dass wir in allen Dimensionen reaktionsfähig sind. Okay, meine Herren, lassen Sie uns in eine kurze Schlussrunde gehen. Und die müssen wir wirklich kurz und knackig machen. Aber ich würde Sie einfach bitten, dass wir zum Mitschreiben gewissermaßen abschließend nochmal von allen konkrete Punkte für die künftige Diskussion hören. Und meine Frage an Sie ist, ob Sie jeder 2 konkrete Punkte nennen können, die die deutsche Sicherheitspolitik mit Blick auf KI ganz konkret in den nächsten Jahren angehen muss. Kerstin Lahl, vielleicht du als Erster. Welche 2 konkreten Punkte sollte die deutsche Sicherheitspolitik konkret angehen? Naja, bei so einem Thema ist natürlich konkret werden schwierig. Ist ein Zukunftsthema. Ich kann also nur eine lange Linie skizzieren. Mein erster Punkt ist, und das klingt paradox angesichts der Risiken, die ich aufgezeigt habe, und vielleicht auch im Widerspruch zu dem, werde ich vielleicht von Herrn Geis dann einen Widerspruch hören. Aber mein erster Punkt ist, wir sollten versuchen, in der KI vorne mit dabei zu sein, auch im militärischen Bereich. Dies am besten im europäischen Rahmen, etwa gemeinsam mit Frankreich. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist die Voraussetzung für den zweiten Punkt, nämlich auf dieser Grundlage der Stärke heraus dann nach multilateralen Lösungen zu suchen, Überzeugungsarbeit im internationalen Bereich zu suchen, um die gegenseitigen Abhängigkeiten deutlich zu machen, eine gemeinsame Beherrschung dieser Problematik zu fördern. Okay, vielen Dank. Herr Glas, aus Ihrer Perspektive 2 konkrete Punkte als Wunschliste an die deutsche Sicherheitspolitik im Bereich KI. Erstens, wir brauchen sowas wie OpenAI auch in Europa. Und vor allem hier den Aspekt Open AI Safety Research. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag, der auch aus meiner Sicht ein sehr interessantes Instrument für die Sicherheit und auch die Kontrolle bewirkt. Denn was im Offenen passiert, ist der Eisberg, die Spitze des Eisbergs. Wenn da gar keine Spitze da ist, ist darunter auch nichts. Das Zweite ist, gerade als Industrie würden wir uns mehr
Wettbewerbe wünschen, in dem Muster, wie das die DARPA macht, mit diesen DARPA-Challenges. Das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Instrument, um gerade in einer Phase, wo sowohl der Anwender als auch die Industrie noch nicht so genau weiß, was das Thema KI bedeutet, dass man sich hier vorantasten kann, um effizient gute Lösungen entwickeln zu können. Vielen Dank. Robin Geis, zwei konkrete Punkte aus Ihrer Perspektive. Ja, also zunächst, ich bin völlig d'accord, dass Deutschland bei den neuen Technologien und auch KI und auch militärisch mit dabei sein muss. Da ist gar kein Widerspruch. Aber in diesem engen Ausschnitt von letaler Gewaltanwendung, bei kritischen Entscheidungen, da bin ich der Ansicht, dass Deutschland weiterhin auf eine echte Ächtung, verbindlich, rechtsverbindliche Ächtung drängen sollte. Auch die nächste Bundesregierung sollte das tun. Man sollte weg von europäischer Kleinstaaterei, da überschätzen wir uns, und das natürlich mit einem gemeinsamen Standpunkt der anderen EU-Mitgliedstaaten angehen und nicht alleine oder kontrovers, wie es gerade der Fall ist, weil Deutschland, Frankreich, Großbritannien dann auch, sind sich nicht in allen Fragen einig. Das können wir uns gegenüber China und den USA schlichtweg nicht mehr leisten. Da ist dringend Verbesserungs. Hm. Herzlichen Dank. Herr General Vetter, wenn Sie jetzt zwei konkrete Punkte benennen, dann ist das im Prinzip eine besonders wirksame Hausaufgabe an Sie selbst sozusagen. Welche zwei Punkte würden Sie benennen? Danke. Wenn Sie erlauben, ich hätte eine ganz kurze Antwort an Herrn Glas. Diese DARPA-Challenges, das werden Sie eventuell demnächst sehen, weil unsere Agentur für Cybersicherheit, die so ähnlich arbeiten soll, gerade online ist und ihr erstes Forschungsprojekt gerade ausgeschrieben hat. Also da wird jetzt Bewegung reinkommen. Ich hätte drei Wünsche. Zum einen, wir müssen in Deutschland KI als Chance sehen. Zweitens, wir müssen dringend die außensicherheits- und militärpolitische Dimension betrachten. Und ich würde gerne bei der Fortschreibung der KI-Strategie der Bundesregierung zusammen mit dem Auswärtigen Amt mitmachen. Und drittens, wir müssen dann auch die Diskussion setzen, in welchen Rahmen wir KI bringen. Das hat eine rechtliche Dimension, das hat eine ethische Dimension. Und da würde ich auch die Zivilgesellschaft mit den neuen Mechanismen zwingend einbinden. Durch. Okay, meine Herren, herzlichen Dank für diese muntere, anregende und gehaltvolle Debatte. Robin Geis, Martin Glas, Michael Vetter, Kersten Lahl, herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch eine schwierige Aufgabe als letzten Tagesordnungspunkt, wenn Sie so wollen. Und wir haben immer noch knapp 200 Zuschauer und ich hoffe, Sie bleiben auch noch ein paar Minuten bei uns. Und diese schwierige Aufgabe traue ich mir nicht selbst zu, weil es jemanden gibt, der das besser kann. Und zwar unser Vizepräsident Richard Rosmanit. Richard Rosmanit ist ebenfalls Generalleutnant außer Diensten und hat eine lange Erfahrung in deutschen und auch in internationalen Streitkräften. Und ich würde ihn bitten, das zusammenzufassen und gleichzeitig ein Schlusswort zu diesem ersten Teil des GSP-Sicherheitsdialoges zu formulieren. Lieber Richard, du hast das Wort. Ja, Johannes, herzlichen Dank. Ich habe bewusst eine Kamera weggeschaltet gehabt, auch um möglicherweise die Flucht ergreifen zu können. Habe mich aber jetzt in letzter Sekunde entschieden, doch hier zu sein und tapfer zu sein, wie ich das mal geschworen habe. Also in der Tat eine nicht einfache, ich will sogar sagen, nahezu unmögliche Aufgabe, die mir hier gestellt wurde. Zunächst mal mein herzlicher Dank an alle Beteiligten für diese enorm gehaltvollen und substanziellen Beiträge, die wir heute hier genießen konnten, angefangen von der Keynote über die junge GSP, die Panelisten, den Moderator und auch die Diskutanten, die über den Chat zugeschaltet waren. Ich glaube, was sehr deutlich geworden ist, ist die Komplexität von KI, von künstlicher Intelligenz und ihre Auswirkungen, Möglichkeiten, Chancen und Risiken, das ist, glaube ich, extrem deutlich geworden. Was auch, glaube ich, deutlich geworden ist, auch wenn es nicht so direkt angesprochen wurde, ist, es gibt nicht die eine KI. Die wird es vielleicht irgendwann geben, wenn wir wirklich dieses Superhirn haben aus der Science Fiction. Davon sind wir aber Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar noch Jahrhunderte entfernt. Es gibt eine Vielzahl von KI-Anwendungen und ich glaube, das ist auch das, so verstehe ich es zumindest, das, was die KI heute auszeichnet, dass sie extrem spezifisch ist und extrem spezifisch trainiert ist, auch mit allen Schwierigkeiten und Problemen, die damit verbunden sind. Komplex ist aber auch die Lage, in der wir leben, politisch, militärisch ohnehin. Und diese Komplexität fordert uns heraus, immer dann, wenn es zu Entscheidungen kommt, zu Entscheidungen,
auf der strategisch-politischen Ebene, wie agiert, wie reagiert werden muss, aber auch auf der militärischen bis hin zu den taktischen Entscheidungen im Gefecht. Und der Wunsch und die Chance dafür, KI verfügbar zu haben und sie nutzbar zu machen, ist mehr als verständlich. Und ich glaube, auch daran geht kein Weg mehr daran vorbei. Die Frage der Autonomie von Waffensystemen mit Hilfe von KI, die heute ja auch sehr intensiv diskutiert wurde, ist dabei nur eine Dimension. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie die wichtigste Dimension ist. Aber sie spielt natürlich auch auf dem Weg in die weitere Nutzung der KI eine wichtige Rolle. Vielleicht etwas stärker verallgemeinernd, wenn es um die Frage von Entscheidungen in unübersichtlichen Situationen geht, kann man, glaube ich, feststellen, dass Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, aber sicherlich auch militärische Entscheidungen heute oft auf den Ergebnissen von Prozessen beruhen, die wir gar nicht mehr so richtig durchschauen und bei denen wir oft letztlich nur noch prüfen können, ob diese Ergebnisse plausibel und verlässlich sind. Das ist heute meines Erachtens schon der Fall ohne die großartige Anwendung von KI, aber zunehmend auch bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz. Also viele Entscheidungen basieren, so mein Gefühl, also mehr auf hoffentlich positiven Erfahrungen mit den jeweils genutzten Systemen, auch heute schon teilweise KI-basiert und zunehmend KI-basiert, als auf echtem Verständnis. Und ich denke, dass gerade die gegenwärtige Pandemie dafür kein schlechtes Beispiel ist, aber auch die Vorhersehbarkeit von Krisen. Herr Vetter hat, glaube ich, angesprochen, die Entwicklung von Systemen, die uns in der Krisenfrüherkennung helfen sollen. Keine der Krisen der letzten 20, 30 Jahre haben wir vorhergesehen. Alle haben uns überrascht. Wichtig ist aber auch, glaube ich, zu verstehen, dass künstliche Intelligenz, so zumindest wie sie sich für mich erkennbar heute darstellt, und ja im Wesentlichen auf lernenden Algorithmen besteht, aber für all das, worüber wir zu entscheiden haben, keine Erklärungen liefern, sondern künstliche Intelligenz liefert bestenfalls Korrelationen. Und wir vertrauen also zunehmend auf aus großen Datenmengen gelernten, aber möglicherweise letztlich nicht immer verstandenen Zusammenhängen. Was passiert denn, wenn wir zunehmend darauf verzichten, die Welt zu verstehen und uns stattdessen an Muster halten, die Algorithmen und künstliche Intelligenz für uns entdecken? Was heißt das für die Sicherheitspolitik? Wir haben heute bei dieser Diskussion für den überwiegend militärischen Anwendungsbereich von künstlicher Intelligenz in Waffen- und Führungsinformationssystemen festgestellt, angesichts immer komplexer werdender Schlachtfelder, Gefechtsfelder und der Notwendigkeit, Entscheidungen immer rascher treffen zu müssen, hat derjenige Vorteile, dessen Systeme Informationen automatisch auswerten und filtern oder Entscheidungen gar selbst treffen. Klar ist auch geworden, dass es mehr als fraglich ist, ob der Mensch in einem solchen System tatsächlich noch in einem relevanten Sinne ethisch, politisch, militärisch verantwortungsvoll entscheiden kann und dieser Verantwortung gerecht werden kann. Aber nicht alles ist so dramatisch. Trotz der bedeutungsschwangeren Bezeichnung künstliche Intelligenz haben wir es bislang nicht mit einer Technologie zu tun, die sozusagen eine eigene Agenda entwickelt. Keine künstliche Intelligenz kommt zumindest derzeit an die Flexibilität des Menschen im Ganzen heran. Es mag Computer geben, die jeden Schachgroßmeister schlagen oder auch Weltmeister im Go. Derselbe Computer kann aber nicht Mensch ärgere dich nicht spielen. Immer stärkere KI ist aber letztlich das Ziel der Forschung. Zeithorizont, vielleicht Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre, vielleicht auch nie. Meines Erachtens realer als die Bedrohungen durch diese Superintelligenz aus den Science-Fiction-Romanen und Filmen ist aber die Gefahr, dass wir im Prozess der Digitalisierung uns von Systemen abhängig machen,
die längst nicht ganz so klug und robust für ihre Aufgaben sind, die wir ihnen aufbürden. Ich will drei Bereiche KI-bezogen dabei hervorheben. Und in der Tat, die Unwägbarkeiten autonom gesteuerte Waffensysteme, das ist heute intensiv diskutiert worden, aber auch, glaube ich, vor allen Dingen von Herrn Vetter so adressiert, die Führungsinformationssysteme, die uns ja letztlich zu den Entscheidungen führen. Ein anderer Bereich ist die Nutzung, die geradezu ungezügelte Nutzung von Aufklärungs- und Überwachungstechnologien. Und ein Bereich, der zunächst mal nicht so sonderlich militärisch oder auch sicherheitspolitisch sozusagen verstanden wird, aber der, glaube ich, auch berücksichtigt werden muss, das ist die durch die KI-Entwicklung intensivierte und fortgesetzte Monopolbildung von letztlich global agierenden, sich aber doch Regulierungen entziehender Konzerne und sonstiger Akteure und in der Folge die Veränderung auch letztlich von internationalen Machtverhältnissen. Technologische Innovationen haben Gesellschaften oft destabilisiert, haben zu Unruhen und gewaltsamen Umbrüchen geführt. Künstliche Intelligenz wird Gesellschaft, Wirtschaftssysteme und Politik sicherlich verändern, vermutlich massiv verändern. Diesen Prozess gilt es zu gestalten. Künstliche Intelligenz löst dabei keine gesellschaftlichen Probleme und nimmt uns auch zumindest bisher keine dieser politischen Entscheidungen ab. Über diese und weitere Fragen wollen wir im zweiten Teil des 5. GSP-Sicherheitsdialogs am nächsten Montag um 19 Uhr mit Politikern diskutieren. Unter der bewährten Moderation von Johannes Fawig und Carsten Lahl werden die Abgeordneten Dr. Brandl, Agnieszka Brugger, Alexander Müller und der ehemalige Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Dr. Bartels diskutieren. Sie können sich, falls das noch nicht geschehen ist, über den auf unserer Website angegebenen Link dafür registrieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der nächsten Veranstaltung. Wir bedanken uns für die Teilnahme dieser Veranstaltung und wünschen einen schönen Abend.